Was für ein wunderschöner Abend. Der bleibt bestimmt entspannt. Wir gehen mal ganz ruhig rein. Marek, danke für dein Prime. Vielen Dank. Okay, ist keiner da. Die Putzen sind auf den Pferden. Ich glaube, der Rocket ist bis dahin da. Die 2 Minuten haben wir bestimmt. Okay. Jennifer, halt einfach die Fresse. Epiox-82 gönnt auf Kofi. Okay, der Rocket ist jetzt da. Oh. Oh, wie siehst du denn aus? Geh mal ins Bad. Ins Bad. Sie hatte keine Schuhe an. Hallo Rocket. Hallo, wir kümmern uns sofort um Klamotten. Ja, bitte, ha? Hallo Jim. Ich geb dir kurz eine Jogginghose, Melody. Komm jetzt. Also, Chef. Okay. Herr Bucket, wie wollen Sie auch? Oh mein Gott, was ist denn hier direkt los? Oh nein. Ja, nimm die Jogginghose. Oh. Kannst dich kurz im Bad anziehen. Oh hey, danke schön. Dankeschön. No? Pinze macht gerade Frühstück. Oh, okay. Bis gleich. Ja. Was ist das denn? Was ist das für eine Situation, Junge? Hey, Jog. Ich wollte mich wirklich rausschleichen. Ah, ja, ja, gut. Danke fürs Laptop, Mr. Bucket, aber schön, dass du bei Luke kommen. Okay, wir müssen uns setzen, wir müssen uns setzen, es beginnt. Oh Gott. Das ist das Schauspiel, Mr. Bucket. Ich liebe Schauspiel, wirklich. Ein nichts Schöneres vorstellen im Leben. Melanie, setz dich. Hinsetzen. Okay. Ich will nicht sitzen, ich bin ehrlich zu Ihnen. So. Guten Abend, Melanie. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Vielleicht auch ein bisschen laut. Laut? So? Ja. Melanie und die anwesenden Herren. Wollt ihr euren O-Saft geschüttelt oder gerührt? Gepresst, frisch gepresst, Hobbs. Ich hab keinen frisch gepressten, Mr. Ja, dann Backe. Kümmern Sie sich drum. Fahr mal kurz zum Laden, du weißt... Nein, oh, bleiben Sie hier. Die fahren nirgendwo hin. Ich hab keinen frisch gepressten. Ich hab nur frisch gekühlt. Hier in der Schale liegen Orangen, nehmen Sie die. Das ist doch das Problem, warum wir gestern dieses Gespräch hatten. Ach, Mr. Bucket. Was können Sie denn einfach wie jeder normale Mensch... Wie lange wohne ich jetzt hier? Zu lange, Jim, zu lange. Officer Jones, seien Sie ruhig, das ist ein WG-Gespräch. Ich weiß nicht, was Sie hier machen. Ein WG-Gespräch? Ja. Bonnie, ja. Hier, die Dinger aus der... Ach, wissen Sie was? Wartet, ich bringe euch alles. Stellen Sie einfach Orangensaft auf den Tisch. Ja, stellen Sie einfach Orangen auf den Tisch. Wohnt ihr alle Orangen? Hier? Nein. 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 Sie spielt auf Zeit, ich merke das doch. Das ist gelbe Karte. Das ist auf der gegenüberliegenden Seite sind nur Streitschlichter. Ist es ein Problem, dass ich hier bin? Nein. Ja. So, ist der Bucket. Ehrlich ist er. Ich habe bei Pinsel geschlafen. Mhm. Nackt. Mhm. Oh, Pinsel, du Bitch. Die hatte mein Bettchen gefurzt. Hast du bei mir im Zimmer geschlafen? Nee, ich habe nur kurz geguckt.
Aber nee, warte. Oh, scheiße. Ob du was zu trinken hast. Ob du was zu trinken hast, kurz geguckt. Ich war ja zum Glück die ganze Zeit zugedeckt. Ich habe nur geguckt. Oh Gott, mir schwindelt, ich bin ganz schlecht. Jetzt leg das Tablett ab. Ja. Jetzt mal gibst du eine Runde O-Saft aufs Haus. Weil das ist im einen Haus. Sie bezahlen keine Miete, Hobbs. Aber doch, ich habe schon mal bezahlt. Wann? Vor 2 Wochen. Er hat mir wirklich mal 50 Dollar gegeben. Ist er 9.000 gegeben. Wie viel haben Sie ihm gegeben? 9.000, Hobbs, 9.000. Warum das ganze Jahr. Das ganze Aber wir streiten jetzt nicht über Miete, deswegen sind wir nicht hier. Melody, hast du gut geschlafen? Das ganze Jahr schon. Ja, ich habe ein paar Geräusche gehört, die ich nicht zuordnen kann, aber ja. Ja, das ist ein altes Haus, das passiert. Das war der Mr. Bucket, ganz klare Sache. Das war bestimmt Pinsel im Lüftungsschacht. Ey, leise. Stimmt. Dankeschön. So. Gut, hat jeder? Ja. 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 Na dann, ne? Zum Wohl. Ja, Prost. Zum Wohl. Prost. Nicht lange schnacken, Kopf im Nacken. Aber echt Stückchen drin. Das sind ja schon, das ist ja schon Klumpen. Das ist so schön sanft, ne? So wie sie am liebsten mögen, Rocket. Ja, ist ganz orange drin. Natürlich. So. Gut. Kann ich gehen? Nein. Warum nicht? Teil des Schiffs, Teil der Crew. Hobbs, können Sie an das Nein bitte dranhängen, dass das hier keine Geiselnahme ist? Wäre das okay für Sie? Ja. Bitte bleib. Oh, okay. Handy weg. Warte, bitte. Ich habe da doch gerade. Bitte Handy weg. Okay. Gut, also setz dich hin. Okay. Bitte. Bitte setz dich. Er ist zum ersten Mal richtig Alpha, ha? Ja, aber das schüchtert mich ein. Bin ich heiß, ne? Also, wir haben uns alle hier versammelt, um der Grund auf die Spur zu gehen. Heißt das so? Ihr wisst schon. Bestimmt. Wir müssen uns dem Thema auf die Spuren. Wir müssen. Melanie, du musst ausziehen. Du kannst hier nicht wohnen. Du kannst hier nicht kommen, wie du willst. Rein und raus. Und ich wohne doch gar nicht hier. Was machst du hier? An diesem Tisch wird nicht geschrien. Wie, was mache ich hier? Warum bist du hier, Melanie? Weil du mich mit nach Hause genommen hast. Doch, Einspruch. Mr. Bucket, das war so nicht. Was. Warten Sie mal, Hobbs, das haben Sie gestern zugegeben, dass Sie das waren. Melanie, Pause, stopp. Ein Schlüssel? Was wollten Sie machen? Na, hör mal! Moment, stopp, Mr. Bucket, ich kann das erklären. Der Luke hat mir das vorgeschlagen. Du wolltest Pyjama-Party hier machen, du wolltest sogar noch die anderen mitnehmen. Ich dachte, wir haben gestern ein ehrliches Gespräch geführt. Anscheinend haben wir das nicht gemacht. Doch, haben wir. Mr. Bucket, das Gespräch mit ihr, das hatten wir doch gestern deswegen schon gehabt. Und heute ist die Auflösung. Dann löse es auch endlich auf. Sie haben gestern nicht gesagt, dass hier irgendwelche Schlüssel weitergegeben werden sollen. Ich habe keinen Schlüssel weitergegeben, Mr. Bucket. Aber Sie wollten. Nein, wirklich nicht. Denn aber du kannst vorgeschlagen. Beste Freunde. Hobbs, ich dachte, Sie sind verliebt. Ich dachte, ihr seid zusammen. Hallo? Ich dachte, ihr seid verlobt. Leute, ich bin auch hier. Es wirkt nicht so, als wärst du anwesend, Pinsel. Erklär die Sachen doch endlich mal auf, die auf dem Tisch liegen. Sei doch mal ein Macher. Melanie, du kannst hier nicht einfach rein und raus. Wir sind eine Wohngemeinschaft und eine Familie. Ja, okay, aber was willst du denn? Du hast mich hierher geholt. Du hast gesagt, ich soll Melody, bei dir schlafen. Melody, an diesem Tisch wird nicht geschrien. Hier wird nicht geschrien, Melanie. Setz dich hin. Sonst patsch, drei Backpfeifen. Setz dich hin. Hier wird niemand geschlagen an dem Tisch. Niemand geschlagen? Oh, ich soll Streitschlichter sein. Ja, aber was ist denn da drüben eigentlich los? Sie sind Streitschlichter, sie haben mir gar nichts zu melden. Jim, an diesem Tisch wird nicht geschrien. Ich schreie an dem Tisch, wie ich will, weil ich hier wohne. Jim. Hier zählt der Rang auch nicht, Jim. Hier bist du Mitbewohner. Hier bist du nicht. Ja, aber Sie sind kein Mitbewohner. Ja, deswegen bin ich ja hier. Sie sind Streitschlichter und an diesem Tisch wird nicht geschrien. Was bin ich? In dem Fall. Die Schöne und ich bin das Biest. Der Gast. ja, also. Der Mr. Bucket hat ein Problem, damit du hier bist. Also ist eigentlich seine Schuld. Du hast ein Problem mit mir?
Der Bucket hat ein Problem mit dir. Lück. Ja, was? Ich brauche Abstand. Von mir? Drei Tage. Ja. Das hier klärt sich aussehen. Nicht. Du musst aussehen. Drei Tage. Mr. Bucket, ich bin dran. Nein, sie sind nicht dran, Hobbs. Ich versuche mein Bestes. Die machen so aus, wie geht zerstört. Sie nehmen ihre Fehler und schieben sie auf mich. Können Sie bitte ein bisschen Abstand nehmen? Ich mag keine Körpernähe. Ich wollte flüstern. Ein bisschen Abstand. Meter zurück. Meter. Meter, bitte, danke. Was bist du denn für einer? Es ist mein Chief. Vielleicht legst du dich mal mit mir an. Ist mir egal, Chief oder Chef. Ja, mir ist das nicht egal. Ist Jim. Ja, aber was ist denn das Problem, wenn der Pinsel eine Frau mit nach Hause nimmt? Es muss abgesprochen werden. Was für abgesprochen? Was ist denn, wenn du auf eine Party gehst, auf einmal schleppst du einen ab? Muss man vorher anrufen oder was? Ja, WG, so macht man das. WG-Mitgliedbescheinigung. Regel. Kurz eine SMS, bin ich alleine. Eine SMS. Ob für morgen zu einem herdecken. Aber ich habe mich mitgenommen, ohne dass du hast mich doch gar nicht mitbekommen. Ich mach. Mir wurde es gesagt, das reicht mir. Kane hat uns verpfiffen. Er hat deswegen nicht hier geschlafen, weil es wusste. Das war der Kane. Und du lügst jetzt rum da drüben? Warum? Wie ich war? Was habe ich denn gelügen? Das kann er am besten. Du lügst jetzt rum, dass von wegen, ich darf nicht hier sein und so. Du wolltest mir einen Schlüssel geben. Aber das hat der Luke mir vorgeschlagen. Ja, und dann hast du gesagt, oh ja, und dann ist, oh ja, kannst mit zu mir nach Hause kommen. Oh ja, und zieh dich aus. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, gib mir doch Leichenschlüssel, habe ich gesagt. Ronny, das ist was anderes. Wording. Ich hab gesagt, gib mir doch gleich einen Schlüssel und dann dachte ich ja, warum eigentlich nicht? Pinsel, wir sind beste Freunde, ich will nicht, dass sowas passiert. Du hast gesagt, du hast mich lieb, ich habe gesagt, ich habe dich lieb. Mhm. Ich habe dich so lieb. Ja. Okay, dann benimm dich auch so, bester Freund. Chill. Sie können hier einziehen, ich brauche Abstand. Aber Mr. Bucket und Sie, es funktioniert. Das ist schon in Ordnung, wenn du Abstand brauchst. Das ist gar kein Problem. Jones, ich ziehe nicht in Ihre Wohnung ein. Wir haben ein Haus. Das steht zur Zeit leer. Bitte. Ich war doch nur heute hier, ich komme da nicht wieder. Warum nicht? Guck, sehen Sie, da ist er schon wieder. Da ist er schon wieder. Darf er uns besuchen? Es geht doch nur um Übernachtung. Was? Ob Sie haben gestern gesagt, Sie wollen einen Schlussstrich ziehen. Ich würde vorher fragen, wenn Sie kommen. Du willst einen Schlussstrich ziehen? Was meinst du? Oh, er macht Schluss. Auf der Liebesebene. Auf der Liebesebene. Was für eine Liebesebene? Was für eine Liebesebene, Mr. Buckle? Ob Sie stehen jeden Tag vor mir und sagen, Sie lieben Sie. Oh. Ja. Wenn wir hier Wahrheit sprechen, dann können wir ja mal komplette Wahrheiten sprechen. Finde ich gut. Okay, weiter. Es geht doch die ganze Zeit ums L-Wort, Hobbs. Was denn? Luftdruckreiniger? Nein, Liebe, Hobbs, Liebe. Oh Gott. Ich weiß, ihr wird wieder schlecht und sie schwitzen. Mir ist heiß, 100 Grad. Ich frage mich langsam, ob sie das... Wie ist ihr Name eigentlich? Melody oder... Melody. Melody, also nicht Melanie. Nein, Melanie. Melodchen. Melody. Haben Sie das Melody überhaupt irgendwann schon mal kommuniziert, Hobbs? Ja, du kannst hier nicht mehr wohnen, Melanie. Nein, nicht das. Was dann? Das andere. Das L-Wort. Luftdruckreiniger. Nein, Liebe, Hobbs. Liebe, Hobbs. Sag es. Ich übernehme das einfach, weil ich ein Macher bin. Ich muss gehen. Er liebt. Du kannst vor seinen Gefühlen nicht weglaufen. Ich weiß nicht, was du meinst. For the boys, for the boys. Was? Du musst ihm Grenzen setzen, er hört sonst nie auf, Melodie. Soll ich sagen? Kennt sich von euch keiner mit was aus? Aus der tiefsten Seele jetzt. Hobbs, das ist jetzt Ihr Moment. Du kannst das jetzt einfach alle mal klären. Sie müssen jetzt vorne hier an die Mauer ran. Los, und dann... Lani? Was? Und so... Hast du das Lied von... Jiren? Gibt viele. Geh die alle mal ein bisschen zur Seite. Hobbs braucht Platz. Heißt der... Oder James Blunt. You're beautiful. You're so... warte.
Hi. Und? Warum muss ich denn jetzt singen? Ich kann denn singen. Die können natürlich nicht singen. Ich muss wegrennen. Du musst doch einmal hingehen. Bleiben Sie noch einen Moment. Bleiben Sie. Warum siehst du mich denn? Ich kenne doch gar nicht den Text. Okay. Taka, hol die Blumen raus. Beach. Yeah. And the love. Yeah. Here's a smile from your sheep. We love you. We're 17. Ich bin schon älter. Baby. Oh, hey Daddy, ich kann gerade nicht kriegen, liebe Song voller spielt. Bitte was? Was? Sorry, muss kurz zuhören. I'm thinking about how people fall in love and mistake is right. Ich, liebe Single Day. We are falling in love and every single day. Alles zusammen. I just wanna tell you who I am. Das ist vergessen, wirklich. So hard. Ich sing da nicht mit. Take me into your loving arms. Ich sag's nicht. Kiss me on the night of the thousand stars. There's your hand on my burning heart. Oh, God. I'm thinking out loud. We found love right where we are. Das wollte ich dir sagen. Ich verstehe kein Englisch. Cut, Fox. Wir sprechen Englisch. Ich verstehe kein Deutsch. Ich verstehe auch kein Deutsch, aber... Ich kann keinen Lyrics verstehen. Worauf wir hinaus wollten ist... Sie, Hobbs, worauf Sie hinaus wollten. Worauf ich hinaus wollte ist... Ich... Sag es. Also was ich versuche es zu sagen, Melanie, ist es, ich... Sag es. Ich... Es... Ja, hallo, wer ist da? Ey, Jopitz, wo bist du? Das war gut, oder? Ich hab dich so hart gekorbt, wie man nur kommen kann. Ihr ist Onkel Otzemann. Nein, sie haben es nicht gesagt, ob sie hätten sagen müssen, sie... Nein, sie hätten sagen müssen, sie lieben sie. Du kannst dich immer mit Fremden rummachen, sonst slappt dich dein Daddy mal richtig und zwar autoritär und nicht weird. Ist okay, mag ich. Tschüss. Entschuldigung, ja? Jetzt aus der tiefsten Seele, Hobbs. Los. Deine Chance. Es ist mir ein bisschen unangenehm. Dann sehe ich Herzogie oder so. Melanie, ich... Ich hab dich lieb, Pinsel, best Freunde forever. Oh, scheiße. Scheiße. Kannst du sie jetzt nicht sehen lassen? Daddy, war nur Spaß. Rast doch nicht gleich so aus. Das ist so süß. Hast du dir Sorgen gemacht? Ich bin an der Luft. Ich gehe spazieren durch die Straßen. Okay, nicht weich werden. Ja, okay. Daddy, was ist denn los? Hast du dir Sorgen gemacht? Tut mir leid, ich bin nur ein bisschen an der frischen Luft. Frische Luft. Melody, Cinderella von Richmond. Du sagst mir jetzt sofort, wo du bist. Was ist denn jetzt so? Wo bist du? Ich darf hier durchfahren. Ich laufe hier so an der Straße rum. Ich bin an der Kirche. Ich habe geheiratet. Spaß, Daddy, Spaß. Sondern Spaß. Sondern Spaß. Was? Was Spaß geheiratet? Ich herze dich. Du fahr! Fahr, bist du am Backen! Der Motor ist abgeraucht. Warte kurz, Daddy. Der Motor ist leider abgeraucht. Bist du fucking und hinter uns. Was hast du? Hinter uns sind Sondersignale. Scheiße, bist du fucking. Bitte einmal rechts ranfahren. Was? Pin,
mich an? Fahr! Taxi! Fahr! Fahr! Ich fahr! Hilfe! Gott, Scheiße! Bitte! Von Daddy! Fahr! Fahr! Nein! Claire, was? Stellen Sie sich bitte nicht vors Fahrzeug! Fahr! Bitte fahr! Du hättest verdient. Hi, Daddy! Ich werde dich nicht hindern. Luda! Ja? Dein Daddy hat mir was geflüstert, wie ein kleiner Vogel. Lass uns spannend. Ja? Ich soll's lassen? Nicht sie. Okay, aber das Tutorial, ja. Siehst du direkt, was sie in der Hand haben. Ich könnte sie jetzt, ne? Mhm, ich könnte auch eine Waffe ziehen. Geh denn hier ab, Mann? Ich muss weg. Kletter doch hier drüber. Kletter doch hier drüber. Verdammte Scheiße. Okay. In welche Scheiße habe ich mich jetzt geritten? Okay. Zeig meinen Kontostand. 50k. Okay, ach scheiße. In der Garage. kann ich... Ups. Kann ich eigentlich... Warte mal. Kann man nirgendwo die... Ich habe irgendwo gesehen, dass man die Garage anzeigen kann. Aber ich weiß ja, wo eine ist. Ich muss halt dafür an die Tankstelle. Aber ich habe irgendwie keinen Bock, an die Tankstelle zu gehen, weil da Daddy wartet. Boah, das ist ein Stück. Da unten irgendwo, glaube ich. Ja, entspannt. Vielleicht begegnen mir noch ein paar Leute. Anonym, danke schön, wegen Fitzab, danke schön. Ich glaube, der ist richtig. Ich glaube, der ist richtig sauer. Der ist richtig stinkig. Zero, danke schön für 4 Monate, danke schön. Ist
bei der Tastatur bei dir und zeige, dass das ist. Ja, nicht schlimm. Ein interessanter Ort ist nur selber markieren. Ich habe jetzt noch niemand vom Date mit Laser. Das werde ich auch nicht erzählen. Ich bin gespannt, auf welchem Wege es zu ihm gelangt. Da bin ich echt gespannt, wer das... Also, ich weiß gar nicht. Nikos, Stefano, Johnny... Das ist der Typ, ne? Wer ist das? Ich muss eigentlich wissen, wer das ist. Entschuldigung. Na, was wollen Sie? Ich wollte fragen, wer du bist. Ich bin Ochse, wie die männliche Kuh. Ja. Dein Daddy, der... Ich hab den eben getroffen, im Taxi. Ja. Und er hat gesagt, dass du eine richtige Bratze bist. Nee. Eine richtig, richtig freche Göre. Und da hab ich ihn gefragt, wieso lässt du dir das denn gefallen? Was soll denn das? Ja, willst du weiterhören? Ja. Ja, und dann hat er gesagt, er hat angefangen, also das wirst du mir nicht glauben, Mann. Der hat angefangen, also ist es mir jetzt nur ein bisschen peinlich zu sagen. Ja. Der hat angefangen zu weinen. Ich sag's dir, wie es ist. Wirklich? Ja, der hat richtig geweint, richtig aufrichtig und richtig mit Schmerz. Aber warum? Weil er nicht mit dir klarkommt und er will unbedingt ein guter Vater sein. Und dann habe ich ihn getröstet und gefragt, ob er einen Hotdog hat. Und dann war... Ja, er war ein bisschen komisch drauf, ja. Dann hat er mir dann eine Nummer gegeben und gesagt, ich soll durchgreifen, weil er kann es ja nicht. Und er hat so geweint. Mann. Also, was ist denn los? Was? Ich höre nur Böses über dich. Also, ich mache gar nichts. Ich hab einfach nur... Ich darf keinen männlichen Kontakt zu anderen haben. Aber kein Wunder, der hat mir erzählt, du verhältst dich wie 14, bist aber 20 und du fickst mit jemandem, der dir erzählt. Ja, die ganze Stadt hat er gesagt. Ich hab das noch nie gemacht. Noch nie? Noch nie. Okay, guck mir in die Augen. Ich guck dir in die Augen. Sag's nochmal. Ich hab noch nie mit jemandem sowas gemacht. Ich hab noch nicht mal jemanden geküsst. Noch nie geküsst auf den Mund? Nein. Nee, niemals. Okay, guck mich nicht mehr so an. Alles klar. Ich glaub dir. Ja. Aber was ist denn, wie dein Vater, der klang auch richtig ehrlich. Er hätte doch nicht geweint, wenn das nicht stimmen würde. Vielleicht erzählen die das nur Daddy, damit er sich ärgert. Wer denn? Weiß ich nicht, die Leute, die was gegen den haben. Ja, aber wer soll denn das sein? Hast du irgendwelche Feinde? Also ich nicht, aber mein Daddy hat gefühlt die ganze Stadt als Feind. Der hat ja auch den, der dem Richman gehört. Also irgendeinem Richman gehört, dem hat er gesagt. Ja. Der hat gesagt, er ist von Richman. Das heißt, dass es da irgend so einen Richman gibt, der ihm gehört. Vielleicht muss man erstmal den Richman ausschalten, damit der dem Richman gehört, wieder frei leben kann. Aber der ist ja selber ein Richman. Der ist ein Richman? Ja, klar. Ich dachte, der gehört nur dem Richman. Ich bin auch ein Richman. Ja, das macht Sinn als Tochter so, ja. Aber was sollen wir denn jetzt machen? Ihr Vater ist richtig down, Mann. Eigentlich wollte ich jetzt vor Daddy wegrennen. Ja, aber vielleicht solltest du mal nicht mehr wegrennen, der will auch mal Ruhe und Frieden finden in seiner Familie. Kann er doch haben, aber ich kann doch, dann soll er mich doch aber machen lassen, was ich will. Aber der denkt ja, du machst ja sonst was. Nö, ich chill nur. Ja, aber wenn das nicht stimmt, dann musst du ihm das sagen, dann glaubt er das auch nicht mehr. Okay, ich sag ihm das. Ja, sag ihm ganz klar, ich ficke mit niemandem, Daddy. Ich ficke mit niemandem, Daddy. Genau. Okay. Und richtig streng und ernst und mit Ehrlichkeit. Und du guckst ihm so in die Augen, wie du mir vorhin in die Augen geguckt hast. Alles klar? Okay. Weil das hat richtig gewirkt. Das hat richtig Nachdrang hier hinterlassen bei mir im Herzen. Alles klar?
Okay, siehst du, ich Kleine, du schaffst das. Ich mach das. Mach das. Okay, alles klar. Okay, so, ich mach das. Mach das. Ich ficke mit niemandem, Dad. Du fickst mit niemandem. Mit niemandem. Da wäre noch was, eine kleine Sache. Ja. Falls er dir nicht glaubt, ja? Ja. Und falls er sauer wird, dann hebst du so die Arme hoch. Und dann sagst du, aber no front, Mann, no front. Aber no front, Mann, no front. Ja, aber so richtig auch, so richtig mit Schmackes, ja. Okay. Okay. Oh, los. Aber no front, Mann, no front. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay. So machst du das. Okay, mach ich. Alles klar, dann viel Glück. Okay, danke. Auf Wiedersehen. Ja. Wer ist da? Mr. Sinix, dankeschön mit dem Prime. Dankeschön. War das ein Stimmenverzerrer, ja, ne? Ich habe absolut keinen Plan, wer es ist. Absolut keinen Plan. Mann, aber eigentlich mag ich das auf Drama aufbauen. Eigentlich würde ich ihn ungern jetzt schon anrufen und sagen, ey, alles gut. Ich glaube aber, das wird so ein ewiger, also eigentlich, ich finde das halt recht cool, weil das ergibt halt Sinn, ne? Vater, Tochter, bla bla. Eigentlich würde ich das noch ziemlich lange aufrechterhalten wollen mit dem typischen, ja, ich habe mal den, dann habe ich den und dann habe ich den. Und Daddy macht sich natürlich Sorgen. Lässt keinen ran. So witzig eigentlich. Eine Frau. Nee, ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Obwohl doch, ich glaube schon. Ja, ich habe keine Klamotte. Ich bestelle tatsächlich wirklich keine Taxis. Nee, ich laufe immer selber. Im Grunde, das ist halt so auch das Phänomen, egal wie oft ich eine Lieblingsserie gucke, ne? Also man hat ja so eine Serie und da gibt es ja immer so Drama und so. Das Ding ist, immer wenn ein Pärchen da ist oder zwei Verliebte, dann mag man ja eigentlich immer das Drama zu gucken. Man mag ja immer zu sehen, die sind wieder zusammen, dann nicht zusammen, on, off, dann irgendwie lieben die sich, dann lieben die sich irgendwie nicht und, ne? Und sobald die zusammen sind, ist die Serie irgendwie so, okay. Ne? Ist süß am Anfang, aber dann okay. Aber ich habe das Gefühl, dass man lebt von diesem Drama. Mein Motorrad. Ja, die Abwechslung macht's. Juna! Oh mein Gott! Nein, oh, warte, ich rede nicht mit dir. Doch, 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 doch! Ich hab dich gesucht. Juna, wir müssen reden. Warum? Mann, denkst du wirklich, ich stehe auf Stefano? Was ist alles mit dir? Sitzt du barfuß auf einem Motorrad? Ja, ich habe bei einem Typen übernachtet und musste weglaufen. Ja. Okay. Ja. Okay. Aber ich, alle sagen, alle auf der ganzen Welt sagen,
dass du schuld bist an irgendwas und so. Ja, weil ich dir die Wahrheit gesagt habe. Weil Girls support Girls und ich habe dir gesagt, was er macht. Hätte ich sie nicht sagen sollen? Nee, die haben alle gesagt, dass du mir den wegnehmen willst. Juna, ich habe 3 andere. Ich brauche keinen Stefano. Ich war sogar auf dem Date mit Johnny. Ich bin auf der Suche. Aber nicht mit Stefano. Stefano geht doch gar nicht, Juna. Wieso ist der so schlimm, oder was? Ja, der ist voll schlimm. Der ist gar nicht mein Typ. Der ist aber voll niedlich und so. Ja, okay, niedlich. Aber das ist ja auch die kleine Schwester von Arschloch. Das stimmt. Ja. Ich brauche einen Alpha. Ich will auch einen Alpha. Ja, dann bist du ja bei Stefano falsch. Gar nicht, der ist voll der... Okay, Warte, eine Sekunde. Oh, jetzt hat er mich weggedrückt. Wer? Ich wollte mir einen Alpha besorgen. Oh, wen denn? Nikos. Oh! Ja. Nikos ist eigentlich so ein Traummann wahrscheinlich. Aber auch nicht mein Typ, aber der würde voll zu dir passen. Nikos, er hat gestern gesagt, dass er mich liebt. Nee, vorgestern. Wirklich? Ja. Oh, ihr beiden. Voll schön, ne? Oh, ihr beiden, das unterstütze ich. Wirklich? Ja, klar, voll. Nikos ist auch selbst der Treueste. Ja, okay, aber Stefano geht dir fremd. Ich weiß, und der hat immer, aber mit dir ja anscheinend auch. Was mit mir? Alle sagen das. Alle sagen das. Ja, der gafft mich immer an. Ich krieg immer anonyme Nachrichten von Leuten und da steht dann drin, dass du dem sogar schon deine Liebe gestanden hast. Und du sagst dieses Wort nicht mal. Freiwillig, ohne dich zu übergeben dabei. Ja, ich würd nie jemandem freiwillig sagen, dass ich den... Na, weiß schon. Links. Ja, pass auf, folgendermaßen. Wir waren im Auto... Er hat mich konfrontiert, weil er wusste, dass ich dir gesagt habe. Und ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? Kacke, Mist. Und Johnny war noch im Auto und Daddy und so. Und dann dachte ich, Mist. Und dann habe ich einfach die meiste manipulierteste Karte gespielt. Und dachte so, ein Mann steht halt drauf, wenn man ihm sagt, dass man auf ihn steht. Und dann habe ich gesagt, okay, Stefan, ich mache das nur, weil ich stehe voll auf dich und so. Es tut mir voll leid, ich wollte es nicht und so. Und dann habe ich halt die Mitleidskarte gespielt und es hat geklappt. Und das machst du vor deinem Daddy und vor diesem komischen alten Jimmy-Typen? Also warte mal, es war nicht Daddy, es war Nikos, glaube ich, ja. Ja, Mann, eine Frau mit Sonne ist, was eine Frau tun muss, musst du auch irgendwie überleben. Ja, aber wieso über... Nein, warte, überleben? Du kriegst doch Geld von deinem Daddy, deswegen dir pleite, habe ich erfahren. Also hast du doch Geld, oder nicht? Ja, aber... Ja, dann kannst du doch nach dem Richtigen suchen. Dann musst du doch nicht nach jedem suchen, Melody. Aber ich verstehe das nicht mit der Liebe. Weißt du, ich habe aktuell... Kennst du den Pinsel? Ja, der hat dir ein Gedicht gemacht. Ich habe letzte Nacht da geschlafen. Aber wir sind halt beste Freunde. Der hat mir gesagt, dass er mich lieb hat. Und ich habe gesagt, ich habe dich auch lieb. Und er hat gesagt, solange der MPD ist, dann sind wir halt beste Freunde. Aber du hast bei ihm geschlafen und dann bist du weggerannt. In dieser Jogging... Leute, die Jogginghose tragen, haben keine Kontrolle über ihr Leben, Melody. Ich hab in Schlippi da geschlafen. Ich habe eine Jogginghose bekommen. Oh. Ja. Naja. Als beste Freunde. Mit einem Kissen zwischen euch oder so. Die hat im anderen Raum geschlafen. Und dann hatte ich heute so ein WG-Gespräch, weil da noch andere wohnen. Und alle haben so gesagt, Pinsel, jetzt sag's. Und ich so, hey. Und dann bin ich weggerannt. Und dann hat er mir was vorgesungen und dann... Keine Ahnung, hat er gesagt, ich herz dich und dann ist er weggefahren. Ich verstehe das nicht. Hat er das so gesagt, ich herz dich? Hey Jungs, Das sind 2 coole Mädels. Hi. Sag hallo zu meinen Freundinnen. Hallo. Hallo, wie geht's euch? Nikos, Schwestern. Kommst du mit Juna zusammen? Was? Mit wem? Mit Stefano ist die zusammen. Ja, liebst du Juna? Ich liebe mich nur selber. Oh. Und meine Freunde Halit und Hamza. Was geht ab? Ich parke jetzt mal, dann können wir uns gerne unterhalten. Okay, such dir einfach einen von den Typen da im Auto raus. Die sehen aus wie Alphas. Wir können ja ein Casting machen, wer der größte Alpha der Stadt ist für dich. Oh. Oh. Wir machen ein Casting für den größten Alpha der Stadt. Oh. Und den Gewinner heiratest du dann. Gibt's nicht. Direkt vor Ort. Direkt?
Ach, Johnny wollte mich heiraten. Ja, kenne ich nicht. Aber ich habe gesagt, nee. Wirklich? Ja. Bella und ich, Jonas, schön, euch zu sehen. Ey, was geht ab? Wer ist der größte Alpha in dieser Stadt? Wir müssen jemanden für Melody finden. Die möchte heiraten. Ja. Du hast doch gestern so voll das geile Date. Ich habe mein Bestes gegeben, war das nix. Ey, wir haben übrigens in einer Ruine geschlafen. Ich habe im Pinsel geschlafen. Und wenn ich gestern bei Johnny geschlafen? Nee, wir hatten mal Stromausfall, dann sind alle weggerannt irgendwie. Ach, keine Ahnung. Ja. Was für ein Stromausfall? Mein Daddy ist so sauer auf mich. Der hat mich... Der ist nicht sauer auf dich. Der sucht eine Gründe, um dich loszuwerden. Du bist ein finanzielles Risiko. Du hast ihn in die Armut getrieben. Was? Ja, du bist... Der hat alles verloren wegen dir. Ich ruf ihn an. Der hat alles aufgegeben. Oh nein. Spielsüchtig. Ich hab den in der Spielothek gerade gesehen. Sag ganz... Stefano? Ja, dann hol mal Stefano ab. Dein Mann. Der denkt da nicht drüber nach, wenn du das bist. Ja, natürlich. Melody. Daddy, wollen wir uns treffen? Lass uns reden. Wir müssen reden gleich. Einen Moment. Ja. Oh. Will denn damit ihr redet oder nicht? Ansonsten kümmere ich mich. Er hat gesagt, ich soll warten. Okay. Was für ein Stromausfall? War gestern Stromausfall, oder was? Habe ich gar nicht mehr mit? Ja, ich habe noch nicht Stromausfall erlebt. Ah, und sonst, wie geht's dir? Alles gut? Ist alles komisch. Ich verstehe das alles nicht. Mann, weil ich mich irgendwie auf diese ganze Dating-Scheiße eingelassen habe, ist alles komisch. Ja, aber wo ist das Problem? Hast du das Problem schon herausgefunden? Ich verstehe das alles nicht. Schon mal in den Spiegel geguckt? Ja? Jojo, Nikolas! Hallo, hey, beste Freundin. Oh, hallo Melody, schön dich zu sehen. Ja, schön dich zu sehen. Ja. Schön euch zu sehen. Ja, sag mal, Nikolas, wie ist da denn euer Arbeit so? Puh, sag gleich wie vorher. Hey, mein Freund, grüß dich. Was sagst du? Na, er hat gesagt, er hat seinen Job verloren und dann hat er gesagt, er hat einen neuen Job. Ja, aber das ist bei Quickie Taxi. Ah ja, stimmt. Das hat er, glaube ich, gesagt. Quickie. Ja, der arbeitet auch. Was für ein Taxi? Quickie, wir bringen Quickies. Quickie-Taxi. Super Quick. Ja, alles gleich. Ja, ich verstehe schon. Alles gut. Super Quick, fertig sind sie auch. Ja. Also mit dem Hinbringen und so, versteht sich. Ja, genau so. Das macht Sinn. Also, ja, genau. So mit allem drum und dran halt. Das geht relativ schnell. Ja, schnell. Taxi-Quickie. Ja, ich meine, das steht da im Namen, also muss es ja stimmen. Ich habe zwar noch nie das Taxi so bestellt, aber ich meine, wenn es da so steht, dann, also wenn es so heißt, dann muss ja was dran sein, würde ich mal sagen. Ja. Ja, warum hast du keine Schuhe an, Melody? Ich habe woanders übernachtet und ich bin weggelaufen. Du bist weggelaufen, wo du übernachtet hast? Ja, ich weiß ja auch nicht. Ich weiß ja auch nicht, wovor ich wegrenne. Oh je. Bleibst du doch vor der Realität weg? Ich weiß es nicht, wovor ich wegrenne. Ich verstehe das alles auch nicht. Oh Gott, Melody. Der Körper ist komisch, du hast doch voll den schönen Körper. Ich hatte das Gefühl, ich muss dauerhaft kacken. Was? Ja. Hast du Magenprobleme? Hast du irgendwie ein Tempo oder so? Das hört sich gar nicht gut an. Ich weiß nicht, ich muss nicht kacken, was fühlt sich an die ganze Zeit? Ich könnte einen Tampon anbieten. Ich habe das zwar noch nie da in dem Loch probiert, aber... Und irgendwie will ich immer... Mann, ich habe einen besten Freund, aber irgendwie verstehe ich das nicht. Du hast einen besten Freund und du verstehst es nicht? Ja, der ist komisch. Was ist denn mit dem? Der ist immer so, der weint immer und sagt immer, dass er mich lieb hat und ich habe ihn lieb und so, aber irgendwie ist es komisch. Ich hab dich doch nicht. Warte mal, das Gefühl in deinem Bauch fühlt sich an wie so Durchfall, oder? Ja. Fliegender Durchfall? So, fliegender Durchfall? Ja, so wie Schmetterlinge halt, wa? Das geht auch gar nicht. Ich habe das Gefühl, ich muss dauernd auf Kacken. Was ist denn mit Melanie? Warum liegt die am Boden?
Jetzt scheiße im Bauch. Ich kann die ganze Zeit kacken. Ich glaube, sie hat was Schlechtes gegessen oder so. Ja, der hat zu viele Schmetterlinge im Bauch. Zu viele. Ja, ja. Schmetterlinge? Ja, die musste schlecht loswerden. Oh Gott! Schmetterlinge? Was für Schmetterlinge? Was? Du hast Schmetterlinge im Bauch. Hä? Wie soll der da rein? Soll ich mir Würmer in den Arsch stecken oder was? Oh Gott! Durch den Bauchnabel oder so. Ja, eher nee. So. Das wären ja dann eher Raupen. Nee. Die Raupen verpuppen sich ja und kommen dann raus als Schmetterlinge. Du hast ja keine Ahnung, was der in deinen Schlaf alles in den Mund kommt. Ich will jetzt ganz viele Männer daten, um Pinsel zu vergessen. Okay, ich hab... Pinsel? Hey. Schrei nicht so! Ich bezahle... Der Pinsel? Der Kopfpinsel? Gott, oh Gott, jetzt gibt's auf die Fresse. Oh oh. Oh oh. Der Kopfpinsel? Was ein Vollidiot. Wer bist du am Nagel? Bist du eigentlich komplett geistig? Ey, Jungs, 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 nicht so rum. Jungs, zurückhalten, das Arbeitskollege, das Arbeitskollege. Ist ein Auto mit Schuhe angefahren. Ich weiß. Oh, I am so sorry. Sind wir Arbeitskollegen? Shut the fuck up, I'm talking, girl. Was? Was willst du? Dann willst du eine Schelle oder was? Meloni, halt dich mal kurz aus, das ist ein Autoschaden. Ruhe! Why the fuck do I have pink hair, man? What the fuck wrong with you? Ich hab pinke Haare, weil ich pinke Haare haben kann. Damn. Okay, selber. Ist mir jetzt scheißegal, Meloni. Du bist jetzt mal hier nicht im Mittelpunkt. Das ist mein Auto und der Schaden, okay, Meloni? I am so sorry, wer zahlt das jetzt? Guck dir diese zwei harten Jungs neben mir an, Halit und Hamza. Ja, 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 was ist los mit dir? Habibi, weißt du, wie da bringt der dein Karate nicht, mein Freund. Haltet mich zurück, Jungs, haltet mich zurück. Ich will zuschlagen. Okay, wow, ich bin Sozialarbeiterin. Wow. Du bist eine schlechte Sozialarbeiterin. Scheiße, wer zahlt das? Ach du Scheiße, der hat einen Basie genommen. Jetzt haben wir das schon besprochen. Man kann alles ohne Gewalt lösen. I'm not gonna pay for your fucking damn. Ich hab dir gesagt, geh aus dem Weg. Tut mir leid, Melon. Ja, tut mir leid, Melon. Ich geh aus dem Weg, das wird zu weit. Do you want me to pay for your car? Look yes, I want this. Man. Look at this. No, don't look. Don't do this. Nein, Bruder. Das machst du nicht auf den Arsch. Das machst du nicht. Das ist ein Arsch, mein Freund. Das machst du nicht. Hast du eine auf die Fresse bekommen? Das machst du nicht. Komm, Marco. Oh Gott. Oh Gott. Verprügelt diesen kleinen. Ja, okay, ich glaube, da hat alles soziale Arbeit versagt. Don't do that. I'm gonna hurt you, motherfucker. Ah, schlag ihn von hinten, Halit. Schlag ihn. Halt ihn fest, Bruder. Stop it. Leg dein scheiß Basie weg, Bruder. Leg dein Basie, Bro. Shit. Up it, man. Okay. You are better than this. Jetzt schlägt den in mein Auto. Scheiße, Bruder, wir können kein Englisch, Habibi. Sperr den in mein Auto, wir bringen den jetzt hier weg, der Arschloch. Lass mich los. Wir packen den ein. Packen den ein jetzt. Geh in das Car. Go in the car, Habibi. Let's go. Hey, I'm not gonna pay for your fucking car. Jetzt hältst du deine Fresse, Abibü. Hey, don't cut. Lol. Ja, das ist, glaube ich, normal hier. Ja, hat jemand was zu essen? Was zu essen? Oh Gott, ich hab selbst nichts mehr zu essen. Ich muss die ganze Zeit schnochen. Hast du was zu essen? Ich esse alles. Ich bin alles Esser. Alles Esser, ja. Ja. Ich habe mehrere Fische zur Auswahl. Ich habe doch so gefragt, ob das hier ein Spaßkampf war oder so, aber die Dame und der Herr sagten, dass das eher nicht so wirklich danach aussah. Hey, gut, ich habe ein Auto für dich gefunden. Wollen wir uns das mal angucken, gell? Ja, können wir machen. Ja, super. Die Damen, die Herr, wünschen noch einen angenehmen Abend. Ich bin gebrochen. Er ist doch Vegetarier. Gebrochen? Wieso gebrochen? Pinsel hat mir geschrieben. Ja? Fick dich, du Hau, verpiss dich. Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich klär mir die vom Kiosk. Die hat größere Tröten. Bitch, bye. Oh Gott. Was? Wer ist denn der Typ? Was? Pinsel? Oh Gott. Aber oh ohne Gott, Rechtschreibfehler. Ohne Rechtschreibfehler? Ich glaube, der hat sicher mein jemand anderen schreiben lassen. Vielleicht hat sich jemand in sein Handy reingehackt oder sowas. Was ach, Melody. Sein? Was ist hier passiert? Ich glaube, die Dame hat Liebeskummer. Ja, Liebeskummer. Warum? Schmetterlinge im Bauch. Der geschlagen wurde, steht da hinten. Oh.
Ich habe eine Pinsel-Nachricht bekommen. Der ist entführt worden. Wir wissen nicht, wo der ist, Melody. Pinsel hat mir gerade geschrieben. Was? Was hat er dir geschrieben? Oh mein Gott, wirklich? Er hat mir geschrieben, fick dich, du Ho, verpiss dich, ich hab keinen Bock mehr auf dich, ich klär mir die vom Kiosk, die hat größere Tröten, Bitch, bei, aber ohne Rechtschreibfehler. Er kann nicht ohne Rechtschreibfehler, er kann kein Wort schreiben. Geschweige denn Tröten buchstabieren. Er wird gezwungen, weißt du, wen er dazu zwingen würde, sowas zu schreiben? Ja. Wer? Der. Daddy. Okay, ich funk mal durch. Du hast immer noch keine Schuhe an. Ja, ich komme noch nicht dazu. Versuch ihm mal zu antworten. Sag, ich will mit dir reden oder so. Mal gucken, ob er wieder antwortet. Mal an, warte. Oder das. Ich will mal kurz, was da vorne los ist. Daddy. Was soll ich jetzt an telefonieren? Daddy? Moment. Daddy? Mit dir was, Melody? Daddy, ich bin traurig, ich will mich wieder mit dir vertragen. Ich brauch kein Pinsel. Warum das denn auf einmal? Der hat mir was Gemeines geschrieben. Soll ich ficken? Ich bin der Ho, der geht zur Tankstelle, Kiosk, und da, weil die hat größere Tröten. Aber der hat ohne Rechtschreibfehler geschrieben, das ist echt komisch. Aber so traurig. Bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich weine mit dir. Nee, das war mein bester Freund. Ja, ich habe ihn gerade eben gesehen. Er hat sich wohl irgendeine andere Person als Vorbild nun genommen. Er hat jetzt rote Haare. Dann kann ich nicht mehr mit ihm befreundet sein. Ich komme gleich zu dir, okay? Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ich habe mit Daddy telefoniert. Ah, und Melody? Daddy hat gesagt, er hat jetzt rote Haare. Oh Gott. Dann ist er einfach beim Friseur. Wir beide müssen gleich reden. Durch. Wer ist das? Hey Melody, sollen wir dich fangen lassen? Wir haben wieder einen Platz frei. Wir mussten nur kurz zu unserem Leak kommen. Ich glaube, ich muss Pinsel holen. Was eigentlich hast du mit deinem Daddy schon gesprochen? Mit Richmond? Nein, war jetzt schon da? Ich bin da erst aufgewacht. Ja, aber du hast doch gerade mit dem telefoniert. Dann muss ich mich um einen Typ kümmern und ihm auf die Fresse hauen. Zacke, jetzt nicht halt die Klappe. Kann ich mitkommen? Was soll das? Warum ignoriert? Ich hau deine Nachspiel, Melody. Lange, ich ertrag das nicht mehr mit dir. Du bringst ja Unruhe. Nikos, schrei nicht so rum. Ich schrei hier so rum, wie ich will. Pass auf, bis ich das nächste Mal sehe, poliere ich dir die Fresse. Sei nicht so an, Baba Lage ist für. Hey, für Service. Kommst du nicht rein? Ah, Rück! Raffen Sie sich! Was denn? Oh alles Gott! Gut. Ja, alles gut, fahr! Lück. Fahr! Einfach Glück, alle Leute! Vertrau mir, fahr! Vertrau mir! Steig fahr. Mal aus! Lück, jetzt raff sie und steig in den Wagen! Jetzt so ready! Auf geht's! Guck mal, Loni, so meine ich das. Oh, Nikos! Hat er gesagt. Er hat den Muppet umgetreten. Ich hab's gesehen. Kann ich dir anzeigen machen? Dafür? Musst du zum PD kommen, machst du Anzeige. Ja, ich kann bald. Bald kann ich sogar beim PD arbeiten. Ich bin fast 2 Wochen clean. Ja, das Problem ist, dass 2 noch offen sind, ne? Erst wenn die verurteilt sind, dann 2 Wochen. Ja, musst du mal fragen, ob du einen Deal machen kannst. Wenn da nichts passiert, dann verfliegen wir, ja. Ich kann noch mal gucken. Wo fahren wir hin? Wir fahren die Friseursalons ab. Hier ist keiner. Ich muss noch einer. Mauerpark. Ich ruf, meinst du, Pinsel geht ran? Ich weiß es nicht. Glück, hast du die Nummer von Kitty? Nee, hab ich leider nicht. Probier mal. Kitty? Von Kitty.
Norden, die mit dem Dyson Airwrap. Oh, so ein tolles Modell, Dyson Airwrap. Da fallen die Haare ganz ja, anders. Ja, die hab ich auch. 3.9., 7.9., 11.9. sind alle offen bei dir. Dritter und Dritter sind beide morgen durch. Dann hast du nur Anzeige wegen Entführung. Und da hast du mit Laser gegenseitig Anzeige. Das heißt, wenn das fallen gelassen wird, dann hast du gar nichts mehr offen. Ja, Laser hat mir gesagt, dass er mich liebt und so, der lässt das fallen. Ja, dann musst du ihn zum BD schicken. Dann hast du wirklich keine offenen Akten. Weiß nicht, der John jetzt, der will mich aber heiraten. Entschuldigung. Boah, das ist schon hart. Wir schlafen ja. Aber ich hab so, ich hab das Gefühl, ich muss ständig kacken. Wirklich? Ja. Gott. Hm? Ja, ja. Geht's um den DOJ-Vorfall? Ja, dachte ich eben, ja. Mhm. Keiner. Dann müssen wir nochmal im Möberpark. Noch zum Möberpark. Scheiße, hoffentlich sind wir vor denen da. Das, nicht, dass die Knallköpfe sagen, Rassismus. Fox, sei mal leise, Fox. Nochmal Entschuldigung, Mr. Ferguson, ja? Ich darf da mitnehmen. Ja. Was ist eigentlich, wenn ich hier drücke? Ja. Was
geht denn das andere nicht? Wenn wir so einen ultimativen Mega-Schnulzen-Moment haben, dann mach ich. Dann mach stehen. Was machst du? Du willst uns töten? Alles klar. Für wie lange? Willst du es wieder freigeben oder? Also irgendwer kann schon in die Schuki-Box gelangt, ne? Die Bremsen sind nicht mehr das, was sie mal waren. Mhm. Bevor ich das war, Tacker wegen. Okay. Ja, im Profi. Ja. Das war mal gleich nochmal hier vorbei. Ich glaube, du kannst es immer so auf 23 Uhr durchgehen anlassen. Okay, keine Nacht da. So notiert. Nochmal, wirklich. Warum, warum ist dein Vater so zur Pinselmelodie? Ist er bei anderen auch so? Ja, mein Daddy will, dass ich keinen Kontakt zu irgendwelchen männlichen Leuten habe und ich soll nicht daten und so. Weißt du, was dein Daddy ist? Dein Daddy ist krank. Krank im Kopf. Wirklich? Ja. Der will die ganze Zeit meine Freundin daten. Was? Kranker Typ. Alles klasse. Danke. Ja, ist deine Freundin Mochi? Ja. Super. Guten Abend. Der kann aber auch erzählen, ne? Ohne Punkt und Komma, ne? Ist der eine jetzt suspendiert oder was? Nee. Dienstuntauglich, darf keine scharfe Schusswaffe bei sich führen, bis ich ihm die Freigabe wieder gebe, dass er das darf. Und das passiert auch nur, wenn er ein Schusstraining absolviert hat, bei einer Stresssituation, wo er auch mit Shotguns im... Keine Ahnung. Ferguson wird auch so lange im Film. Ja, also Sanderson oder Fallujah. Nee, hey, Ferguson, interne. Der guckt die Fallujah-Dokus auf dem Laptop in der internen Abteilung an, aber mehr hat er mit Fallujah gar nichts zu tun. Auch nichts. Das gibt's da nicht. Ja. In diesen... Das sind sie doch in den Norden gefahren. Scheiße, ja. Der ist auch ganz richtig, ist ein paar Tage eingestellt. Ich hoffe, dass dir nichts passiert. Ich glaub nicht, weil dann weiß dein Daddy ganz genau, dass du sauer wirst. Ja, muss oh Gott, mein, oh mein mein Gott. Freund aufpassen. Du musst echt aufpassen, was du deinem Dad vor allem erzählst. Der ist ja gestört. Ja, was? Das muss so. Ja, was soll ich denn erzählen? Ich hab gesagt, Pin ist mein bester Freund. Oh, Daddy ruft an, warte. Ja, der hat aber eben mitbekommen, wie er das L-Wort gesagt hat. Hey, Daddy. Melody, wo bist du? Ich bin gerade ein bisschen unterwegs. Wo bist du? Na, beim Friedhof. Komm doch mal vorbei. Beim Friedhof? Ja, kommst du mal, bitte. Okay, ich komm. Das wäre sehr nett. Vielen Dank. Okay, bis gleich. Weißt du, wo das ist? Ja, ich weiß wo. Punkt ihr das durch? Ja, aber warte ich jetzt eine halbe Stunde hier. Zwei Einheiten dazu funken, ich komm jetzt, ich bin in 2-3 Minuten da. Wunderbar, ich geb dir den Dispatch. Sie reden aus. Okay. Der klang ganz komisch. Immer komisch. Weißt du, der sich aus Versehen die Haare rot gefärbt. Scheiße, bringen wir für nie rein? Er hat mir ein Dispatch geschickt. Wo genau? Hier direkt vorne. An der Ecke. Kann, ja, wir pushen, seht ihr wir pushen das von immer hinten. Wieder? Blub. Ja. Soll ich allein reingehen? Du kannst ablenken. Okay. Du gehst von vorne rein, wir pushen von hinten. Das ist eine gute Idee. Überall, mach eine richtige überall Show. Jungs. Okay. Mach eine Show, wie du nie eine Show gemacht hast. Okay. Wir gehen überall lang. Ja? Ach, Melody, komm doch her. Komm, ja, komm zu Daddy. Was denn los? Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Wie war's? Erstens fange ich mal jetzt an. Melody! Was erzählst du Juna da? Was erzähle ich denn?
warum erzählst du Juna, dass ich dich liebe? Was? Melody, willst du mich verarschen? Das habe ich nicht erzählt. Bist du dumm? Das hat sie mir gesagt. Willst du sagen, meine Frau lügt mich an? Ja, wenn die Kopfschmerzen gleich vorbei sind, kann sie mir das ja sagen. Ja, dann bin ich auch mal gespannt. Die sagt, ich liebe dich. Nein. Doch, du hast ihr wohl gesagt, dass ich dich liebe. Na, oh mein Gott. Ich sag's dir in der Melody. Ja, sag mir doch, was du willst. Ich hab das nicht gesagt. Melody, einmal alle die Hände hoch. Ja? Was ist denn jetzt los? Wir wollen die Hände sehen. Was wollen Sie denn jetzt von uns? Scheiße, alle die Hände hoch. Die Hände. Da ist noch jemand. Wir haben hier gerade ein wichtiges Gespräch. Ja, nehmen Sie die Hände hoch. Ja, was ist denn jetzt los? Hände da, wo ich sie sehen kann. Gut, 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 gut. Jeder lässt die Hände oben. Haben Sie Langeweile? Nee, Sie? Ja, ich glaube eher Sie. Wegen auch aus dem Autotaser oder so ein Scheiß. Nie gemacht. Haben Sie Beweise? Ja. Was ist denn überhaupt das Problem? Warum nehmen wir jetzt die Hände hoch? Ja, keine Ahnung. Brauchen Sie gerade wirklich Aufmerksamkeit oder was wollen Sie? Das wird sich gleich klären. 1099, ich glaube, wir müssen weiter. Ja, haut rein, Junge. Missverständnis. Oh. Mein Gott, ey, wir haben hier was Wichtiges zu klären, ey. Wir haben echt Langeweile. Ich weiß ja, machen die auch mal richtig deren Job, oder was? Verdammt nochmal, wir sind alle seine Stadt. So, Melody, du kannst deinen Arm wieder runternehmen. Also, ah ja. Gut. Ja, was denn, warum erzählt mir denn Juna sowas? Ich weiß es doch nicht. Warte doch, bis die Kopfschmerzen wieder zurück weg sind, dann will ich wissen, warum sie sowas erzählt. Das mag ich nicht. Gut, dann kommen wir mal zum Thema, ne? Juna, das ist in Ordnung? Juna? Ja klar, mir geht's super. So, dann warum sagt... frag mal, Melody. Hab ich dir gesagt, dass Stefano mich liebt? Du hast gesagt, dass nicht du ihn liebst, sondern er dich. Was? Du hast doch gesagt, dass... Ja, genau. Das habe ich doch dir gesagt. Hä? Melody, du hast gesagt, ich liebe dich. Hast du Juna gesagt. Hä? Ich verstehe nicht. Bist du dumm? Warum lügen eigentlich alle an? So, wenn ich einfach Juna, alle die Wahrheit du hast gerade zu mir gesagt. Okay, wir machen jetzt einen Wahrheitskreis. Okay, wo hast du gestern Nacht geschlafen? Ja? Richtig gute Frage, ne? Ich glaube, ich weiß, wo sie gepennt hat. Ich glaube, ich weiß auch, wo du gepennt hast. Ich nicht. Ich hab allein in einem Zimmer von jemand anderem geschlafen. Ja. Wir sind jetzt mal ehrlich hier. Wie warst du gekleidet? Ich hatte das Oberteil an. Und mein Schlüppi. Ja. Ich weiß noch, was für ein Schlüppi die an hatte. Das habe ich auch gesehen. Was denn für ein? So eine bisschen durchsichtige Weiße. Warum hast du Melody beobachtet, Stefan? Ja, da habe ich auch oh mein Gott. Du bist jetzt ehrlich, also, oder? Ich habe Melody nicht, aber oh mein Gott. Oh nee, Digga, also wirklich jetzt. Guck mal jetzt, Juna. Oh, lange Geschichte, wir haben gestern gefeiert. Wir waren mit Johnny. Und dann haben wir noch, wie heißt der nochmal? Langhaar, wie heißt der nochmal? Nikos, genau. Nikos, ich, Johnny und Melody. Haben gestern ein bisschen gefeiert, ne? Also ein bisschen Party gemacht. Und dann waren wir bei Johnny zu Hause. Und dann wollte Melody, dass wir uns alle ausziehen. Ich weiß nicht warum. Bitte was? Ehrlich jetzt, das hat sie mir gesagt. Nikos hat sich zuerst ausgezogen. Ja, und dann hast du zu mir gesagt. Alle anderen auch ausgezogen. Ja, und ich war sogar. Guck mal, lass mich doch mal ausreden, Maria. Ich war sogar in Klamotten. Und ich schwöre es dir, Juna. Melody meinte, Stefano zieh dich aus. Nein. Ich schwöre es dir. Ich hatte Abendessen gekocht und habe auf dich gewartet. Ich bin heute Morgen alleine wach geworden. Oh mein Gott, Stefano. Stefano. Und Gott sei Dank hat noch jemand Kopfschmerzen. Yeah, ich bin nicht die Einzige, die ein Leben führt. Melody, ich sag dir was, während dein scheiß Vater weg ist, ne? Ich habe noch die Aufnahme. Willst du, dass ich das deinem, Vater zeige? Wer von euch hat denn jetzt gelogen und wer nicht? Sie hat gelogen. Sie darf das auch nicht mit dem Date wissen. Dann sag jetzt die Wahrheit. Was hast du mir auf dem Parkdeck erzählt? Das kann ich sagen. Juna, ich hab gesagt, Stefano, ich hab mit Juna geredet, damit ihr auseinanderkommt, weil ich so nicht verschossen bin. Ja, das hab ich gesagt. Ich hab so Gefühle für Stefano, Juna. Ja. Ich dachte, du willst eine Alpha. Ja, hast recht. Hä? Was? Ich bin auch ein Alpha.
Stefano, hältst du dir kurz die Ohren zu? Ah, okay. Ich mag ihn echt, aber er ist halt einfach höchstens Beta. Gamma. Gamma? Ja. Das ist jetzt ein bisschen... Oder Delta. Ja. Ja. Omega. Darf ich wieder... Ja, du darfst wieder hören, Stefano. So. Gut. Entschuldigung, ich habe mich gerade vertan. Ich meinte natürlich krasser Alpha. Mhm. Ja, aber Jona ist, ich glaube, Jona ist nicht sauer, weil die versteht das, weil du voll der krasse Typ bist und man kann ja, nicht komplett verstehen. Bin ich halt auch. Ja, und Jona ist so verständnisvoll. Genau, ich bin einfach nicht genug wert, dass du mir nicht willst, Stefano. Ich verstehe das. Ich will dich doch. Hey, Melody! Was habe ich dir sogar an dem Tag gesagt im Auto? Weiß nicht. Was weiß ich nicht? Ich habe gesagt, ich liebe Jona. Ja, das hat er gesagt. Junge, du weißt, dass ich das gesagt habe. Mach nicht einen auf den Ja, das hat er gesagt. Ja, Jona, das hat er gesagt. Ey, ich hasse diese... Okay, soll ich jetzt mit Wahrheit weitermachen? Ja. Okay, also, dein Daddy hat mir noch an dem Abend... Ach du Scheiße. Warte. Ja! Könnt uns zusammen, wir sind deine Asshole! What the fuck happened? Halt's Maul! The fuck up! Shut up! Oh, hat funktioniert. Ey! Soll ich Auto in Luft jagen? Nein, nee! Why not? Ich soll das klären, kannst du das klären mit denen, aber vernünftig? Hab ich versucht. Liegt auf Boden, der Mann. Okay, ich muss mich warten, was wieder Alpha? Oh nein, okay, Alter. Okay, schnell. Warte, ich schnell bevor. Liebes Alpha? Der Mann ist tot! Liebes Alpha? What am I? Do you Alpha? No, I'm Chinese! Ich hab hier so eine Lady, die will dich vielleicht kennenlernen. Man, fuck women! Warum? Oh, das ist voll geil! Ihr werdet so niedlich. I'm not here to have a fucking relationship, yeah? I'm here to make fucking money! Ja, okay. Den will ich haben. Richtig. Den willst du. Ja. Okay, Lee, ich glaube, du hast jetzt ein Problem. Was? Hallo? Ja. Hä? Keine Ahnung, Mann, ich weiß drauf. Okay, sind wir jetzt fertig? Ja. Ja. Nein? Ja. Ja. Nein. Ich wollte das sagen mit Daddy. Ja, bevor der jetzt schnell wieder von der Ecke wiederkommt. Ja. Also, pass auf, noch an dem Abend, als ihr anscheinend in einem Auto wart, wenn das denn der Abend war, hat er mir geschrieben, dass Jessica bei Stefano geschlafen hat und dass du Stefano deine Liebe gestanden hast. So, jetzt wisst ihr beide was über Richmond. Ich war jetzt runter, ich musste das sagen. Jesse, das ist ja der Walzkreis, ne? Dein Daddy hat alles weitergesagt, was passiert ist. Das gegen der alle. Walzkreis. Nein, hallo, Stefano. Ganz kurz. Jona, sag's jetzt. Ich schwöre es dir, ne? Sag's jetzt. Jona, ich schwöre es dir. Stefano, ich verzeih dir, das ist gar kein Problem. Guck mal, ich sag dir jetzt was, ne? Mhm. Als du weg warst im Urlaub. Mhm. Ne? Ich hab dir doch einen. Also. Ja? Da war eine Frau, die namens Jessica, ne? Mhm. Und die hat bei mir zu Hause gepennt. Mhm. Aber nur gepennt. Deine Putzfrau, ne? Ja, Putzfrau. Ja, richtig. Die hat bei mir zu Hause gepennt, aber auch wirklich nur gepennt. Weil sie hatte kein Zuhause. So. Dann dachte ich mir, okay, weißt du was, penn doch bei mir. Dann musste die ohne Shirt nachher nach Hause gehen, weil ich habe ja ihr Shirt bei dir gefunden. Guck mal, ihr Shirt war dreckig, weil sie putzen musste. Dann habe ich ihr gesagt, weißt du was, nimm doch einfach mein T-Shirt. Weißt du, was ich meine? Stefano? Ja. Guck mal, wie dünn das Eis hier ist. So. Ich sehe hier kein Eis. Oh, so dünn, ich rutsche aus. Oh. Oh nein, siehst du, sogar Melody bricht da durch. Und die wiegt, keine Ahnung, 30 Kilo oder ja. Ey, okay, Jona, ich sag wirklich was. Hallo. Also. Gut, dann sind wir mal mit Pinsel. Erzähl mal das mit Pinsel jetzt. Jetzt kein Themenwechsel, Stefano. Kein Erzähl Themenwechsel. Mal von Jessica. Und jetzt habe ich Kopfschmerzen. Ja, sehr schön. Komm nicht.
Okay, dann sind wir mal mit Pinsel, oder? Nee, wir sind bei Jessica. Ja, sie ist doch jetzt nicht da, das können wir ja nicht machen. Na, also jetzt, gut, dann erzähl doch mal. Pinsel. Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. Erzähl doch mal. Danny, ich hab vorhin diesen, wer war das vorhin im Auto bei dir? Ein Fahrgast tatsächlich, ich weiß nicht mal. Ich hab den vorhin im Auto gesehen, der hat gesagt, dass du richtig doll geweint hast. Ja. Stimmt das? Ja. Ich hab richtig geweint. Warum? Weil ich davon gehört habe. Wovon? Dass du mit Pinsel... Ja? ...die Nacht verbracht hast. Ja, okay, ich hab da übernachtet. Denkst du... Und das... Ja? Denkst dann du... Nee, dass du was von mir denkst. Mhm. Wie war das, wo... Ich hab eben auch vielleicht mal kurz mit Pinsel geredet. Und da gab's wohl ein Klatschkonzert... von dir und von einem gewissen Herrn Laser. Ja, Mann, das habe ich auch gehört. Pinsel meinte sowas wie... Oh mein Gott, er war's. Ey, das habe ich auch gehört, ne? Pinsel hat's erzählt. Das habe ich auch gehört, ey. Kannst du mir das erklären? Erklär mal. Ja, wir haben Party gemacht und dabei gejubelt und in die Hände geklatscht. Ja, dabei... Ja, jetzt wird wieder... Die Musik war da irgendwie nicht zu hören, oder? Können Sie das so bestätigen? Muss ich mal überlegen. Kannst du Jessica bestätigen, Melody? Nein, das ist Jessica. Ja. Ah, kann ich auch nicht bestätigen. Also, also doch. Also, ja. Das war genauso, wie Melody es erzählt hat. Mm. Wir haben gefeiert, genau. So, und dann hatten wir Party. Und dann hat Pinsel mir gesagt, dass er mich lieb hat. Ich habe gesagt, Pinsel, ich hab dich auch lieb. Und wir sind beste Freunde. Das war's. Ja. Und dann war ich traurig. Bruder. Ich habe gesagt, Pinsel, wir sind beste Freunde. Ich hab dich so lieb als besten Freund. Und dann hab ich da geschlafen, weil ich war irgendwie draußen in Unterwäsche und dann haben sie mich mitgenommen. Und es war schon so spät, dann konnte ich nicht mehr nach Hause. Aber eine Frage habe ich jetzt auch hier, Richman. Mhm. Hast du Melody Hausarrest gegeben vor 2 Tagen? Ja, weil sie mit einem Männer. Weil sie mit einem Männer Date hat, oder was? Den Grund, nee, weil die aus dem Haus geschlichen ist, tatsächlich. Das war der Grund. Oh. Aus dem Haus geschlichen und ist dann zu Pinsel gegangen. Ja? Erinnerst du dich, Melody? Ja, und? Ja, und? Übertreib doch mal nicht. Du, ja, doch. Ich würde nie... Achso, warte, ich habe aufgeschrieben. Das hat mir vorhin dein Fahrgast gesagt. Daddy, ich ficke niemanden. Okay, ja. Du fickst also niemanden. Nein. Und ich knutsche auch nicht. Das ist nichts für mich. Verstehst doch. Mhm. Denkst du, dass irgendeiner, der mich überzeugt... Du willst, ja. Wer denn? Vielleicht Miss Alfonso? Was? Nee, das nee. Ja, irgendwann vielleicht ja doch. Was denn? Na, sie und Melody? Nein. Nein. Nein, ich hab Juna. Ja, gut. Der Richtige für Melody ist Lee. Okay, das könnte auch sein, ja. Ja, weil das ist ein Alpha. Ja, Lee ist schon niedlich. Lee. Who are you? Lee, I am Melody. Melody! Lee, do you want to meet me? Fuck no! Lee, why? Ich kann auch ein bisschen Chinesisch. Wo ai ni? Show me. Ni hao, wo ai ni? Ni hao, wo ai ni, my ass, okay? Stay the fuck away from me. Ich kann doch Japanisch. Ja, ist Japaner. Scheiße. Konnichiwa, Li. Oh nein, das soll's nicht sein. I hate Japanese people, okay? They invaded my country.
Honto ni watashi wa Melody desu. Yoroshiku onegaishimasu. Shut the fuck up! Wie lange geht Kündigungsfrist? Wie, was für Kündigungsfrist? Wenn ich jetzt kündigen will, wie lange muss ich noch arbeiten? 2 Monate, 3 Monate? Ja, so also ungefähr 6 Monate noch. Vielen Dank. Brennen wir zusammen durch? Okay, wo waren wir stehen geblieben? Ja, ich weiß es nicht mal. Ja, also Danny, du musst dir keine Sorgen machen. Ach ja, Jessica, was war da denn nochmal die Melody? Jessica wer? Meine Putzfrau, oder? Die war doch nur für den Putzen da. Achso, die mit dem weißen, durchsichtigen Shirt, ja. Ja, weil es dreckig war. Mhm. Verstehe ich. Nein, es ist in Ordnung, ich verzeih dir, Stefano. Ach, sehr schön. Es wird auch sicher keine Konsequenzen mehr für dich haben oder irgendwas nach sich ziehen, auf keinen Fall. Ja. Gut. Ja. Haben wir das jetzt geklärt, oder? Hat jetzt jeder die Wahrheit gesagt? Mhm. So ziemlich, ja. Das ziemlich oder ganz? Der Lügenkreis. Ich habe ganz. Was hier die ganze Zeit besprochen worden ist. Also ich habe ganz die Wahrheit gesagt. Also ich komplett die Wahrheit erzählt. Ja, ich auch. Ja, dann würde ich sagen... Eine Sache, eine Frage habe ich noch. Ja? Was hat das auf sich mit der Hochzeit? Melody. Was? Hochzeit? Du hast heute am Telefon zu mir gesagt, ja, Daddy, ich habe geheiratet. Das war nur Spaß, um dir einen Schrecken einzujagen. Hm. Ja. Ja. Ich habe nicht mal deinen Nachnamen auf meinem Ausweis stehen. Ja, dafür, deswegen müssen wir zum Gewerbeamt immer noch. Ja. Gut, dann haben wir alles geklärt. Mhm. Juna, du weißt jetzt Bescheid. Und Pinsel hat mir was gemeint. Ja, natürlich. Und ich glaube dir auch alles und ich vertraue dir. Ich vertraue dir auch, Baby, wirklich jetzt. Oh, schön. Was hat Pinsel dir denn geschrieben? Du warst jetzt nicht erreichbar. Der hat geschrieben, Mann, ich kann doch nicht lesen. Ja, soll ich mal vorlesen? Was steht denn da? Verpiss dich, du Ho. Was geht da weiter? Verpiss dich, du Ho. Verpiss dich, ja. Was? Das hat Pinsel geschrieben? Ich hab keinen Bock mehr auf dich. Ich klär mir die vom Kiosk. Die hat größere Tröten. Bitch, bye. Aber das hat er ohne Rechtschreibfehler geschrieben. Das verstehe ich nicht. Ach, wenn wir aber so reden, dann geht das nicht, oder was? Aber wenn Pinsel das macht, ist okay. Ich kann ihn auch nicht erreichen. Vielleicht hat er dich geblockiert. Mann, ich... Warte mal, hat er dich blockiert? Kann man blocken? Ich glaube schon, nein. Ne? Ich ruf den jetzt auch mal an. Ja, Melody? Luke, hast du Pinsel gefunden? Nee, wir waren ganz lange dran, aber wir haben den irgendwo in den Bergen verloren. Wir sind gerade mit Motorrädern nach dem Suchen. Okay, dann wollen wir los, oder? Ich kann ihn nicht mal erreichen. Ja. Gut, dann kümmere dich um deinen Kopf. Melody, wir finden den. Ich dran denke, dann tut mein Bauch weh. Er hat mich gefragt, Melody, ob ich ihm helfen kann. Und ich habe gesagt, ich beeile mich und ich war wieder zu spät. Dann hatten die den. Das ist meine Schuld. Oh mein Gott. Das ist meine Schuld. Ich hol ihn raus, Melody. Ich hol ihn raus. Bitte. Das ist das Letzte, was ich tue, wenn du irgendwas hörst, meld dich, ja. Okay, mach ich. Okay, Melody, das wird schon wieder beim Start. Ja, okay, bitte dann. Ich meld mich später. Okay, meld dich später. Bitte. Nee, bitte. nicht. Ich habe heute ziemlich viele Kopfschmerzen. Scheiße, wer hat denn einen Unfall gebaut und bringt jetzt das Sack zur Werkstatt? Wer war das? Ja, gut, weiß Bescheid, danke. Ach, oha. Melody. Ja. Scheiß auf Pinsel. Du Wichser. Punkt Ende aus, wenn er sowas zu dir schreibt. Was willst du denn noch von ihm? Aber er ist weg. Und jetzt bist du wieder allein. Ich will jetzt weg. Weg. Okay. Wie wär's, wenn wir dir einen ordentlichen Kandidaten mal aussuchen?
für deinen allerbesten Freund. Was? Ja, eine Castingshow. Ach, warum man eine Castingshow so? Ja, du hast die ganze Zeit immer nach neuen Leuten gesucht, kennengelernt und bist irgendwie immer auf die Fresse geflogen. Lass Papa das mal machen. Okay, pass auf. Stell dir vor, da ist jemand, der mir gesagt hat, dass er mich liebt und will mich irgendwann mal heiraten und hat gesagt, dass ich die eine bin und der Kompass zeigt Richtung Liebe und das bin ich und was mache ich da? Du drehst dich ganz langsam um. Ja. Und rennst weg. Und sagen, denn war nett, dich kennengelernt zu haben, aber leider nein, leider gar nicht. Ich bin ja aber nicht weggerannt. Und stell dir vor, dann waren wir zusammen bei einem Konzert, bei einem Privatkonzert und da wurden so Liebeslieder gesungen. Und die Atmosphäre war nicht doof. Wann ist das passiert, Melody? Ich habe nur gesagt, stell dir vor. Mhm. Okay, ich stell's mir vor. Okay, okay. Also ihr hattet einen romantischen Abend. Ja, und ab und zu haben wir uns angeschrien und gestritten, weil der ist so dumm. Aber dann war er wieder cool. Und der hat mir Baby, Baby, Baby und vorgesungen. Ach Gott. Ihr wart auf dem Justin Bieber-Konzert? Der hat mir das vorgesungen. Wart ihr auch was essen? Wir hatten Privat-Butler. Hat er deine Hand genommen? Er hat mich unter seinen Schirm gezogen. Aber ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Bessere Frage, hast du alles mitgemacht? Also, ich hab, das hat nie stattgefunden. Nein, 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 aber es hat ja nicht stattgefunden, aber in deiner Fantasie. Naja, der hat am Ende so, am Ende so gesagt, so, also in meiner Fantasie hat er so gesagt, Melody, du liebst mich. Und ich so, nee. Und er so, wie kannst du nur, bla bla bla. Und dann wieder alles gut und dann so, küss mich. Und ich so, nee, nee, nee. Und er so, warum nicht, mach so viel, dass du mich küsst, bla bla bla. Und dann hab ich gesagt, nee, das braucht Zeit. Und am Ende hat er mir einen Kuss auf die Wange gegeben, nur. In meiner Vorstellung. In deiner Vorstellung? Ja. Wieso hast du solche Gedanken in deinem Kopf? Ich war ein bisschen viel auf YouCute unterwegs, als ich Hausarrest hatte und die ganze Nacht war ich auch auf YouCute und deswegen bin ich jetzt zu spät wach geworden. Mein Handy hatte volles Akku gehabt und ich war ganz viel auf YouCute unterwegs und waren ganz viele Videos, die mir diese Fantasien gegeben haben. Okay, okay. Ich glaub dir jetzt mal, weil wir jetzt gerade hier auch das offene und ehrliche Gespräch hatten. Du musst also diese Gedanken loswerden. Schau doch endlich mal andere Sachen auf YouCute. Horrorfilme oder keine Ahnung, irgendwie was. Mann, aber mein Verlauf in letzter Zeit ist irgendwie voll mit Liebe und Date-Scheiß. Das war nie ja, so. Ja, was ist denn das? Also, das ist wirklich komplett weird. Ich möchte mal wirklich mal in dein Zimmer kommen und du schämst dich dafür, was du mit dem Browserverlauf hast. Mein Browserverlauf ist ein bisschen komisch. Ich merke es. Okay, und Diamond, herzlichen Dank für die 20 Euro. Danke für die 20 Euro. Okay, wir müssen Euro. Ja Liebe austreiben. Das Dankeschön. Einsteigen. Was? Ich hab doch gar keine Liebe. Du denkst daran. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Aber ich mach das nur wegen den Notizen, nicht mehr. Die Notizen, den Recherchen, nur natürlich. Für die Recherchen, weil ich wollte ja wissen, weil, weißt du, ursprünglich bin ich nicht hergekommen, um das Random Girlfriend-Ding zu machen, was voll nach hinten losging, also muss ich das jetzt halt selber machen. Ja, nee, das kannst du immer noch machen. Lass die Leute doch dafür bezahlen. Damit die mal mit dir ausgehen dürfen. Damit die vor den Freunden angeben können, nach dem Motto, ey, ja.
Ich habe ein Date gehabt, und du? Mann, ich wünschte, ich könnte eher nicht zu dir sein. Kannst du ehrlich zu mir sein? Nee. Natürlich. Nee. Melody, was kannst du mir denn nicht sagen? Trau dich. Wir sind doch hier nur zu zweit. Okay, ich sag dir das jetzt, um unsere Bindung wieder zu festigen, bevor du das von jemand anderen erfährst. Hey, Sid. Okay. Ja? Tut mir leid. Ja, alles gut. Ich akzeptiere meine erste Abmahnung. Ich bin wieder auf dem Prime. Sag mal, willst du kündigen, oder was? Nein, dann würde ich das tun. Hey Jungs, ihr müsst nicht mehr die Tür bewachen, wenn ich reingehe. Ich habe ganz viel Zeit mit Pinsel verbracht. Das habe ich mir schon ein bisschen gedacht, ja. Und die Leute sagen alle, dass der mich liebt. Mhm. Und ich weiß, ich verstehe das nicht. Und dann machen die alle so, oh mein Gott, Melody, du bist so grausam. Nur weil ich sage, dass er mein bester Freund ist. Was denn? Ja, das tut wirklich weh. Warum? Du musst dir das so vorstellen, also das Schlimmste, was man wirklich jemandem antun kann, ist nicht nur das Herzbrechen. Nein, nein. Kurz vom Ziel, quasi zu sagen, ich mag dich wie ein Bruder. Ist mein bester Freund. Das ist wirklich... Tut weh. Es tut wirklich weh. Was soll ich denn sagen? Da gibt's keine perfekte Lösung für, tatsächlich. Aber okay. Würde ich merken, wenn ich verliebt bin? Ja, du hast das Gefühl, als ob du Schmetterlinge scheißen möchtest. Ich muss die ganze Zeit kacken, hab ich das Gefühl. Oh mein Gott. Sollen wir zum Arzt gehen? Jetzt liegt das immer noch in den Korken? Von vor 3-4 Wochen? Nee, ich glaube nicht. Aber, man, also ich habe immer das Gefühl, dass ich auf Klo muss. Aber ich muss nicht. Können wir das Thema wechseln? Warum? Wieso möchtest du jetzt über die verdammte Liebe reden, die du anscheinend mit dem Pinsel hast? Ich hab ich doch gar nicht. Nein. Nein, ich mach nur Notizen. Notizen, natürlich. Okay, das erste Gefühl, was du hast, wenn du an Pinsel denkst, sag mir jetzt. Oh. Weiß nicht, also manchmal rufe ich ihn 10 Mal am Tag an, damit ich den höre. Mhm. Denkst du nicht oft an ihn? Und jetzt mache ich mir große Sorgen, wo er ist und dass ihm nichts passiert ist. Aber dennoch hat er dir ja diese schrecklichen Nachrichten geschickt. Ja, ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. Heute früh hat er mir noch Orangensaft gepresst und hat mir mein Frühstück gemacht. Und da war er so alpha und hat gesagt, Melody, setz dich. Melody, pack das Handy weg. Melody, mach das, und das war so cool. Du magst es also, wenn ein Pinsel bestimmt und zielgerichtet so quasi durchs Leben geht und dir Befehle erteilt. Auf seine Art und Weise. Der hat mich nicht gehen lassen. Weiß nicht, ich glaub schon. Wieder ist Dankeschön für den Prime. Dankeschön. Muss ich die Erziehung mit dir ein bisschen umändern? Ich habe da so eine Vermutung. Warum? Ich bin auch schon erzogen. Du bist erzogen. Ich bin erzogen. Hm?
Melody, hast du gestern, bin ich ja nicht aus dem Haus gekommen, eventuell meine Wenigkeit beleidigt? Wie kommst du darauf? Nun, da hat Alfonso etwas so erwähnt. Wir haben gestern so ein Spiel im Auto gespielt. Ein Spiel? Ja. Hm? Und wir haben halt so absurde Dinge gesagt. Wir sagen das Dinge. Absurdeste. Ja. Okay. Ja. Ja. Das. Tja. Wer war bei diesem absurden Spiel noch dabei? Stefano. Na, und Nikos. Stefano und Nikos und sonst keine weitere Person. Ja, so gut. Dann, einer noch. Aha. Johnny war dabei. Bitte was? Johnny? Johnny wer? Laser. Melody? Ja. Fängst aber nichts mit diesem Laser an, oder? Nein. Melody? Vor 3 oder 4 Tagen, ich weiß nicht, ob du das noch in deinen verdammten kleinen Kopf da noch weißt, ja, aber hatten wir eine kleine Intervention bei uns, wo du hoch und heilig geschworen hast, du wirst niemals was mit Johnny Laser anfangen. Ansonsten färbst du dir deine Haare schwarz. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ja, ist auch in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Wir waren halt zu Hause da und. Aus dem Weg! Arschloch! Der war nackt. Das ist eine komische Sirene. Weißt du, schwarze Haare stören mich auch gar nicht. Hm, wir können es auch gerne umändern. Wie wär's mit gar keine Haare? Nee, das ist aber übertrieben. Ach, das ist übertrieben? Nein, das ist übertrieben. Hm, natürlich, natürlich. Wie würdest du reagieren, wenn ich dir sagen würde, ich hätte was mit Johnny? Ich will vom Staudamm springen. Was willst du? Ja, vom Staudamm springen. Warum? Nun, weil er mich vor ein paar Tagen noch angerufen hat, von wegen... Ja, okay, aber das war ja... Aber das hat sich ja jetzt rausgestellt, ist ja nur in die Hände klatschen. Nur die Hände klatschen? Ja, 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 richtig, richtig, richtig. Ja, das hat er gestern bei Pinsel auch gemacht. Gut, ich kenne Mr. Laser ja erst seit 1-2 Tagen. Ja. Und nicht schon seit Jahren. Der ist gar nicht so doof. Ja, richtig. Ja, doof ist er wirklich nicht. Doof ist er wirklich nicht. Aber, Auch ganz niedlich. Bitte was? Ja, der ist doof. Nicht doof. Mhm. Und ich weiß nicht, warum, aber... That's a boy from gang, man! Fuck, help me! Und schreit er immer so. Wo bist du, Junge? Wo bist du? They shooting at me, man! Ey, yo! Stay the fuck away from motherfucker! Wo bist du? Wo bist du? Damn! Oh, haben wir den in der Leitung? Wo bist du? Lee, wo bist du? Lee, Schatz, wo bist du? Hast du gerade Melody? Upsi. Wir haben Dispatch, deiner muss da hin. Kunde ist wichtiger. Ich hab einen vom Motorrad gehauen. Mit Auto. Ich glaube, ist auch tot. Ich muss mal mein Motorrad umparken. Warte kurz. Und die Industriefabrik, man. Help me, motherfucker. Was für Fabrik?
Fick das Bett. Hallo? Hallo? Haben Sie ein Taxi bestellt? Ich habe Taxi bestellt. Ich wollte zum PD. Ja, ja, dann gut. Komm. Ja. Moment. Ja. So, vielen Dank. Guter Mann, Sie müssen ein kleines Streitgespräch auflösen. Inwiefern, erzählen Sie? Ich werde das Bett lösen. So. Angenommen, Sie haben jemanden in der Stadt, Sie kennen dort jemanden und Sie besitzen eine Tochter, wohlgemerkt, ja? Ja. Diese Person ist ein arrogantes Arschloch. Okay. Ja, kennen Sie da jemanden in der Stadt beispielsweise? Oh, ich kenne da schon so einige, ja. Gut, Sie nehmen den Schlimmsten. Ja, okay, mach ich mal, ja. Und Ihre Tochter möchte gerne sich mit diesen, zusammentun. Inwiefern zusammentun? Na, auf engere Basis, wenn Sie verstehen. Ja, doch, okay, so romantisch, ja. Richtig. Wie würden Sie reagieren? Pinsel, geht's gut? Wie ich reagieren? Oh, ganz schwierig. Ich würde sagen, also ich sage wie ich, ich würde meine Tochter niemals an diesen Mann heranlassen. Das funktioniert doch nicht. Im Police Department. Außer ja, der Mann, wenn er ganz schwierig ist, würde mich bezahlen. Okay. Mhm. Ja, du kannst durchatmen. Du kannst ihn ja mal versuchen anzurufen. Ich muss auflegen, ja? Okay, danke, Luke. Ja, wieso? Gerne. Ich habe das Gefühl, dass das mit Ihnen beiden zu tun hat. Kann das sein? Nein. Nein? Okay. Okay, wo fahren wir denn hin? Ich wollte nur die. Naja, er ist abgezogen. Ah, okay, verstehe. Was ist denn der hier? Wo ist das Police Department? Das ist eigentlich auf die ganz andere Seite der Stadt, aber. Ist okay, was machen wir hier, du? Wo ist denn Lee? Ja, wer Lee euch wichtig, wer das ist. Lee, wo bist du? Ja, wir haben den Kunden noch abgeholt. Dann würde du einen guten Abend. Stefan, du hast ein richtiger Bizeps. Ja, normal, Junge, was denkst du da? Ich bin noch ein Alpha. Oh, Delta. Siehst du, was ich meinte, Stefan? Also dann, ja, ich wüsste, ey. So, wir müssen mal jetzt mit dem Mädchen reden. Nein, wir haben Kunden. Nein, der wartet, der steigt aus. Machen wir raus. Aussteigen? Ja, okay. Ja, nein, auch aussteigen. Das ist eine Ausstiegsgebühr, mein Freund. Ja, jetzt sag mir mal genau zu, Leute. Jetzt müssen wir eine Chefansage machen hier. Macht mal bitte mal eine Reihe oder so nebeneinander so. Wie so ein Halbstern. Ja, wie letztens mal, auf dem Parkdeck. Ja, was? Du bist der Stern, wir machen den Halbmond. Was los? So, jetzt mach mal hier so, nebeneinander stellen. So, Leute, jetzt reicht's mir wirklich, ne? Seit Tagen höre ich nur, hier wird nicht gearbeitet. Meine Mitarbeiter sind faul und sowas. Hä? Wir hatten heute nur 3 Dispatches. 3! Wollt ihr mich verarschen oder was? Und eben gerade hat mich Schaller angerufen. Er sagt, vermissen Sie ein Auto? Ich so, hä, wo denn? Auf dem Park, nicht Park, auf dem Dach vom PD ist ein Auto von uns, auf dem Dach vom PD. Ich war gestern betrunken, Chef, tut mir leid. Ich was weiß nicht sucht mehr, was... ein Auto auf weiß dem mehr, Dach? Was... Ich weiß nicht mehr, was passiert ist gestern Abend. Ich bin in einen Ruin aufgewacht. So, Leute, ich sag's euch. Ich möchte, dass ihr jetzt vernünftig arbeitet. Ich möchte, dass ihr Kunden abholt, von A nach B bringt. Ich habe keinen Bock mehr auf diese... Pinsel-Liebe-Spielchen. Ich mache nicht Liebe. Schnauze! Halt's Maul. Ich hab... Oh. Wie war das? Gesagt. Hatten sie nicht gesagt. Was hast du gesagt? Du... Was hast... Wer steht gerade vor dir? Wer steht vor dir? Du? Wer bin ich? Stefano. Und? Ein Chef ohne Vizechef? Melody. Ja? Du bist immer noch meine Mitarbeiterin. Also. Ja? Hab Respekt. So, komm jetzt zu dir, du Hund. Ich scheiß auf dich und deine Tochterkram. Wenn du in der Arbeit bist, wenn du im Dienst bist, hast du gefälligst vernünftig zu arbeiten. Ich höre nur noch Beschwerden über dich. Ja, Richman macht dies, Richman macht Autos kaputt, Richman macht das. Die reparieren nicht mal unsere Autos.
Hast du es kapiert? Hä? Was? Bitte? Der hat dir nicht zugehört, Jeff. Willst du mich verarschen? Hört ihr auch Lee schreien? Ja, der kommt da. Okay. Wir haben... Ey, Lee, stell dich in die Reihe. Wir haben ja, einen... Wie geht's dir gut? Shut the fuck up! Jetzt hör dir mal auf, so zu schreien! Ich frage, ob es dir gut geht. Nee, ich will jetzt etwas klären. Was willst du klären? Warum arbeitet er bei uns? Dann sagt sie mir, shut up und so. Ja, und? Ja, nee, was ist das? Dann sag ich das jetzt auch. Halt's Maul. Chinese Temperament! Ist mir scheißegal, halt dein Maul! Damn! Ja. Endlich mal, das ist die Stimmung, die ich will. Hass meine und Fresse, Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich nehme euch diesen Schläger, ich stecke ihn in den Arsch. Jetzt halt's Maul! Stop it, bitte. Wir müssen auch noch sprechen, ich hab eine Idee. Okay. Wenn ihr immer noch das, weil du mit der Erziehung nicht gescheitert, I'm not afraid to beat up a fucking woman. I'm Chinese. Okay, warte kurz. Was wollen Sie denn jetzt auf einmal? Wer ist das denn jetzt? Das ist der Kunde. Oh, shit. Hey. This is dual, yeah? You wanna fuck me? Hä? Nee, fickle ich dich nicht. Fuck me. Let's go. Hör einfach mal so rumzuschreien! You don't have balls to hit a person! Oh. Alter! Mein Melody, Gott, ey! Ich bin grad so stolz auf dich. Ey, Melon. Ich bin auch stolz auf dich. Ey! Übertreib nicht! Der nervt! Du auch manchmal. Wo sind denn deine Schuhe schon wieder? Ey, Leute, jetzt hört mir jetzt genau zu, wirklich jetzt. Keine Ahnung. Ich sag's euch wirklich, wie es ist. Ich möchte, dass ihr vernünftig arbeitet, damit das klar ist. Und wenn ich jetzt... Kommen wir mal zu dir, mein Freund. Was? Du was wirst dich gesagt? Fern von meiner Frau halten. Von meiner Frau. Hast du es kapiert? Ich habe auch wichtige Dinge zu tun. Sehr gut. Und zwar Juna! Von einer Stefano, du musst mich entlassen. Ich was kann kein du? Auto fahren. Warte, wieder beobachten. Du bist ja auch nur drin, weil du im Funk sein wolltest. Ich beobachte gerne. Oh mein Gott, er hat dich nur drin, um dich zu beobachten, dass du nichts anderes machst. Die wollte selber im Funk. Ey, die wollte selber im Funk sein. Oh mein Gott. Bisschen toxisch. Warum trägst du eigentlich keine Schuhe? Das ist nicht toxisch. Ey, ich weiß, doch, was du ein bisschen meinst. Schon, doch. Melody, komm mal kurz zur Seite. Ich weiß jetzt, reiß mir. Nö, das kannst du mir vor allem sagen. Jetzt, wo ich Leo niedergeknüppelt habe, habe ich ja nicht wieder Eier. Lack, ich schwör's dir, du redest mich so auf gerade, ne? Halt's mal, du Sipp. Halt die Fresse, du. Du hast nicht mal einen Jadak. Lass mich jetzt mal Jadak rausholen. Jetzt reiß mich auf. Oh Gott. Ich will nicht so eklig sein. Hör mir jetzt zu. Ich weiß, warum du das machst. Weil du nicht mehr Vize-Chefin bist, ne? Deswegen machst du das. Mich nervt alles. Diese scheiß Unehrlichkeit hier. Meine Fresse, sag dir okay, doch, dass dann du fremdgegangen bist. Also, ich sagte, die Ehrlichkeit passt dir doch auch nicht. Wir haben scheiß Dispatch. Jetzt zum was sagst du denn hier? Ich komme wieder so um die 30. Ey! Hier. Du! Ja. Steig raus, du fährst jetzt Dispatch an. Ich fahre einen Typ. Komm hier hin! Hey, ja, mach das. Ja, ich komm hier, mach mal. Ich dachte, das ist ein Kunde. Ich stell dich jetzt ein. Der wird Gratisfahrt, hast du, Gratisfahrt. So, du wirst jetzt ein Dispatch annehmen und den Typen hinfahren. Ja. Mach ihn den Motor an und mach ihn einen Punkt auf Navigation. So. Steig rein. Das ist unser Auto. Siehst du den Typen in deinem Navigerät? Nö, noch nicht. Nein, das ist zu spät. Warte, ich mach das für ihn. Mach das für ihn. Ich zeig dir, wo ich bin. Ja, sag mal. Ich muss zum Polizeipräsidium, Dings. Warum das denn schon wieder? Mit der Pinsel. Da musst du ihn jetzt fahren. Jetzt hör doch mal auf mit dem scheiß Pinsel-Thema. Ja, ja, ja. So, fahr da hin. Ne? Und so, wir klären das jetzt. Jetzt wird das hier alles geklärt. Ey, Dad, okay. Ich brauche aber noch Geld und Danke. Das halt die Fresse, fahr jetzt. Ah, ja, kein Sprit mehr hier. Was los? Fahr jetzt einfach, ist mir doch egal. Das ist ihr Auto, Stromtanken. Verpiss dich jetzt und mach deinen Job. Ja, okay. Du hast doch Schlüssel dafür. Der kann das dafür. Auto gar nicht tanken, weil der nicht eingestellt. Egal. Ja, hat er gerade gemacht. Ach so. So. Okay, Melody, was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Mein Problem. Ihr Problem ist, dass sie keine haben will und sie sucht die ganze Zeit Date, bis sie einen findet, aber sie ist chancenlos. Ja, und Lee will dich nicht. Ganz einfach. Hey, mein Problem gerade war einfach nur, dass er so respektlos redet. Nicht mal Pinsel will was, dich, nicht mal Pinsel will. Warte mal ganz kurz. Dein Problem ist, dass er respektlos ist. Du bist nicht anders. Ich war voll nett zu ihm. Ich hab gesagt, alles okay bei dir. Hey, geht's dir gut und so. Ja, so shut the fuck up. So.
Ja, dann ist das halt so. Wie, dann ist das halt so? Das ist in Ordnung, oder was? Ja, jeder tickt halt anders. Ja, halt's Maul, ist mir egal. Aber man kann auch ein bisschen respektvoll sein. Ja, dann heul doch. Nee, ich heul nicht mehr. Dann machst du doch gerade. Nee. So, ich sag dir jetzt. Ich auch nicht. Ich weiß ja, ich hab's aussagt manchmal von dir. Diese ganzen Scheiß. Du hast die Erziehung von Ich bin ein Mann und so, Alpha, dies, das und so. Das Problem ist, du bist gescheitert, du hast die Mittel unter in den Abgrund gezogen. Du heulst, seitdem du dein scheiß Karte verloren hast. Was willst du? Soll ich dich wieder als Vizechefin einstellen oder was? Für 10.000 Dollar zeige ich einen anderen Ausbildung. Arbeitest du dann oder was? Nee, du hast doch den besten Vizechef, dann sieht er, der ist ja auch da. Du kannst abarbeiten. Ich schwör's dir, wo ist eigentlich der Huren? Diese 10.000 sind nur symbolisch. Ich leih kein Geld mehr. Nein, nur symbolisch. 10.000 Dollar. Ich wieder und ich übernehme eine Woche lang die Erziehung. Arbeitest du dann vernünftig? Ich werde es mir überlegen. Ja, natürlich. Du weißt aber schon, dass ich danach Lucifer hier stehen hab. Ja, der Wichser wieder nicht da ist. Das personifizierte Böse. Chris, du wirst jetzt wieder als... Ja, danke. Gleichzeitig umgedreht. Das ist geil, schon. Ihr haltet jetzt eure Schnauze und ihr arbeitet jetzt richtig. Meine Freunde, ihr steht jetzt wieder unter mir und natürlich unter Stefan. Jetzt wieder Stefan. Ach, Chef, du kannst, willst du mich verarschen, Chef? Halt die Fresse, Nico. Was willst du eigentlich von mir die ganze Zeit? Ich akzeptiere, du bist der Matt von Quickie Taxi. So, jetzt habe ich es dir gegeben. Was du bist bin ich? Du bist der Matt. Bei unserer alten Taxi. Da war der Scheißchef, war hieß Matt. Ja, was ist der Matt? Der war scheiße. Ja, okay. Und ich hab den fast Scheiße verglichen. Ja. Nein, mit Matt, nicht mit Scheiße. Übertreib doch nicht. Aber ich dachte, Matt ist scheiße. Matt ist süß. Der zahlt mir alles. Das heißt, und ich nicht, oder wie? Ah, du hast doch kein Geld. Wann hab ich das letzte Mal Taschengeld von dir bekommen? Genau. Oh. Ich hab dir ein Auto gekauft für 15.000 Dollar. Ja, okay, das ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her. Oh, sorry. Hier, Chefin, dein Anteil von euch. Ja, danke. Wenigstens einer. Ja, merkst du was? Ja, bitte. Oh. Wo waren wir? Wir waren gerade im Streit. Ich akzeptiere dich als Chef nicht. Nur, dass du Bescheid weißt. Wieso? Ja. Warum denn? Ich hab Prinzipien. Okay. Komm, ich kann dich nicht mal 5 Sekunden auf eine Sache konzentrieren. Lass du mein Auto stehen! Du lässt mein Auto stehen! Wohin eigentlich, Junge? Ja, ich will arbeiten. Ach so, nee, wir sind noch nicht fertig hier. Ach so. Sorry. Steig aus, du Hund. So, du hast auch ein Problem. Junge, ich höre nur Beschwerden über dich, weißt du das? Nenn mir eine. Eine? Ich kann sogar mehrere nennen. Ein Geräusch. Ja, okay, dass du die Autos kaputt machst. Erlebt. Oh. Dass du... Ich wollte nicht so deutsch schlagen. Und dieser Officer. That was impressive. Weißt du, ich kann nicht mehr sagen, dass du keine Eier hast. Ich habe manchmal nicht so meine Power, habe ich manchmal nicht so unter Kontrolle. Hey, that was very good. It's a training. Warte mal, das... Ja, ich kann dich auch trainieren. Ablenken. Hell no! Du hattest Glück, ich habe nicht geguckt. Oh. Otherwise, form ich dein Gesicht hast into Transformers. Oh, in so ein Auto, ja. Ja, dann. Okay, ich glaub dir. Beim nächsten Mal solltest du nicht so gemein sein. Otherwise, next time, I'm gonna make you look like him. Ich nee. Look like wer? You too! Er meint Freddy Faulig. No! You and you! Junge, du siehst aus wie mein Arschloch, was willst du von mir? Shut the fuck! Shut the fuck up, ugly fuck! Ja, shut the fuck up, ugly fuck! Ich bin Chef! What are you? I don't give a fuck, man! Give a fuck, man! Stop repeating after me! Repeating after me! Hey! Die denkt wahrscheinlich, die Leute hat schon Englisch. Why is she talking like me, man? Why is she talking like me? Shitfano! Das willst du nur, Arschloch. Why is she talking like me? Was weißt du schon, ist das meine Tochter oder was? Frag den. Hey, motherfucker. Ja, bitte. Why did you raise your daughter like that, man? Disrespectful fuck. Oh, ich würde ihn am liebsten nochmal schlagen, da bin ich ehrlich. Ey, danke ich auf die Seite davor. Von Lee. Lee, du hast aus vollkommen recht, die ist schlecht erzogen. Die ist auch schlecht erzogen. Ich bin nur so wegen euch so. Nein, was laberst du mal? Ja, du warst immer so. Ich war ich am Anfang nicht so. Du warst am Anfang ruhiger. Langsam. Ja, das weiß ich nicht. Du hast irgendwelche Pillen gefressen anscheinend. Ach komm, Nikos. Was denn?
Was? Du tust immer so auf super toll und ich habe so viele Freunde und ich bin so wunderschön und ich schaffe es nicht mal selber, eine Freundin zu haben. Oh, Alter, jetzt wird's persönlich. Oh mein Gott. Aber ich habe dir an Tag 1 direkt gesagt, ich bin nur der Typ für eine Nacht, dafür reicht's meistens. Ja und? Und bisher hast du noch nicht mal eine Nacht gehabt? Ja, das... Ich arbeite viel, okay? Ja, merkst du selber, ne? Ja, ich brauch das nicht. Ach. Fahr doch nach links, du Idiot. Was ist dein scheiß Problem? Was ist mit dich ab... Komm her. Oh, ich kann nicht mehr. Jonas, fahren. Komm, lass fahren. Ey, ich hab keinen Bock mehr auf die Scheiße jetzt hier. Dein Scheiß, like fuck you. Unsere ganze Ehrlichkeit Zeit. Werde am längsten. Lee, kannst du mich mitnehmen? Ja, yes. Du verkraftest aber Lee, die Lee, kannst du mich auch mitnehmen? Hell das no. Bringt uns immer wieder in ein Problem. Frag ein. See Lee, bleib stehen, das ist meine Tochter. I don't give a fuck about your daughter, man. Come on, bro. Get in the car. Get into the fucking car. Ja, okay, schrei nicht so. What's your destination? Ich bin ganz normal Kartoffeldeutsch. Hey, where do I have to leave you? Central Park. Destination. This isn't New York, motherfucker. Ich kann kein Englisch, Danny. Ja, ich auch nicht. Ich habe irgendwelche Begriffe so auswendig gelernt. Ja. Stadtpark? Oui, oui. Stadtpark. Hey! Ja. I'm not French either. French either. Ich muss Englisch lernen. Ja, wäre gute Idee, wenn du lebst in Los Santos. Ja, also nicht mein, ich muss Deutsch lernen. Oh, richtig, wir sind immer noch in Amerika, ihr Deutsch. Ich weiß, dass er, Dingens meinte. Ich wollte sie irgendwas fragen. Ich spiele aber, dass ich kein Englisch kann. Ja. Hab's vergessen, war unwichtig. Okay. Ja, wir müssen PD. Okay. Wie, bist du wohin? PD or not? Ja, richtig. Ja. Yeah. Sie wissen aber, wo das PD ist. Das mag ich. Ja, an Stadt Park, ja? Yeah? Richtig, richtig. Ja, ja, ja. Nee, was machst du so in deiner Freizeit? Fucking prostitute! Okay. Und wie alt bist du? 28. Oh! Und wann hast du Geburtstag? I don't fucking know. Chinese New Year. Was ist dein chinesisches Sternzeichen? Dragon. Wow, cool. Now get the fuck out of my car. Okay. Bis dann, Drache. Daddy, der klingt wie ein NPC. Luke! Er ist wieder weg. Ich weiß nicht, wo er ist. Wie, er ist wieder weg? Wo war er denn? Keine Ahnung, ich erreiche ihn nicht mehr. Mann. Keiner weiß, wo er hin ist. Er war aber eben im PD. Wie sah er aus? Ich habe ihn noch nicht genau gesehen. Ich habe ihn selber nicht gesehen. Er hat mir diese Nachricht geschrieben. Ich weiß nicht, ob ich mit ihm in der Mann soll oder nicht. Was für eine Nachricht hat er dir geschrieben? Naja, das mit dem Fick-Tisch und sowas. Hast du mal gesehen, wie der schreibt? Ohne Rechtschreibfehler. Der kriegt keine drei richtigen Buchstaben aneinander geschrieben, Melody. Das kann man nicht lesen. Du Ho, verpiss dich. Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Ich kläre mit dir vom Kiosk. Die hat größere Tröten. Bitch, bye. Also, ich dachte, ihr seid nur Freunde. Also ich muss auch ehrlich sein, Ho würde er wahrscheinlich noch hinbekommen. Das sind nur drei Buchstaben. Da könnte er Glück haben. Aber beim Rest, weiß ich nicht. Ja, wir sind ja auch noch Freunde. Ich hab halt keine Ahnung, wo der ist. Der ist auch nicht erreichbar. Ganze Bedi abgesucht. Bedauerlich. Ich würde alles tun, um zu wissen, wo er ist. Ich würde jeden Pakt mit jedem Teufel eingehen. Sag das nicht so laut, sonst kommt der Teufel. Den gibt's nicht. Ach doch, den gibt es. Nee. Der Teufel? Doch. Nein, gibt's nicht. Warum sollte es den geben? Bist du nicht gläubig? Nein. Ja gut, ich auch nicht in der Hinsicht, aber wer weiß. Wie sehen die Leute hier aus? Hier steht das schon wieder rum, warum?
Ah, Indien? Eben nicht. Haben Sie Indien? Sie schon mal in den Bergen von einem Bären angegriffen und sind dann die Klippe runtergestürzt und dann mit dem Gesicht in Brennnessel gelandet? Nun. Nein. Und sind trotzdem. Melody, sag's. Die Eins. Ja. Er ist die Eins. Auch wenn ich gerade hässlich bin. Glück. Ja, danke der Nachfrage. Mir geht's gut. Das Handy von Hobbs? Nee. Wer ist das? Das ist, die macht sich nur Sorgen, ist eine Freundin, die beste Freundin von uns. Schuhe an, was soll das? Ja, Pinsel hat mir keine Schuhe gegeben aus dem Schlafzimmer. Ist das hier Wutzrock oder was? Ich habe die nicht versucht, ich habe die nicht abgehandelt. Das war einmal Nietzwitz und Reyes und Burke und die anderen waren Keaton und dann. Oh, scheiße. Weißt du, wo Pinsel ist? Ich suche den die ganze Zeit. Ja, ich sag, wie es ist. Der ist gerade im Auto gewesen und der Ping reingegangen. Ich muss ihn jetzt suchen, bis gleich. Ja, das ist gut, dann geht's ihm aber gut. Ich geh ihn jetzt selber suchen. Willst du ihn nicht finden, Melodie? Er kommt doch gleich hier hin. Da nichts. Er kommt jetzt gleich hier hin. Er muss gleich Gegenüberstellung machen, unten bestimmt. Melodie, ich weiß doch, du vermisst ihn auch, oder? Ja. Das ist schon ein toller Kerl, aber ich kann auch verstehen. Ich fände ihn auch überhaupt nicht attraktiv. Der sieht aus wie, keine Ahnung, der könnte 12 sein. Wirklich? Nee, mein... Nein. Sei ehrlich. Aber also dieser andere gibt ihn oder das, die breiten Schultern alleine, der ist ja doppelt so breit und 20 cm größer als Pinsel. Meinst du den von gestern? Ja. Ja, aber irgendwie hat irgendwie war das nicht so das Wahre. Nicht? Nee. Was ist denn jetzt mit dir und Pinsel? Ist er da? Tut mir leid, es war meine Schuld. Hallo, ich, Wo warst du? Wo warst du? Warum hast du mir so eine Nachricht geschrieben? Wo warst du? Melody hat dich vermisst. Ich. Umarm sie doch mal. Ruf mal Zenders an, dass er hier ist. Ich kann das erklären. Warum bin ich nach Hause? Du musst nichts erklären, du warst eine Geisel. Mr. Richmond, gucken Sie mal hinter Ihnen. Nein. Bitte. Nein. Soll ich mich wirklich picken und mich nach Hause? Das willst du niemals schreiben, du kannst gar keine Rechtschreibung. Der hat Aktenverbot. Weil er nicht schreiben kann. Ich hab mein Telefon verloren. Ja, das ist eine gute Erklärung. Das ist meine Melanie. Ja, warum hat die keine Schuhe an? Was ist denn da? Die haben mir keine rausgegeben. Fangen Sie mal mit Hallo an. Wie geht's? Ja, hallo. Warum haben Sie keine Schuhe an? Schuhe an. Warum arbeitet ihr mal wieder nicht? Psst. Wer sind Sie denn? Ich bin der... Jetzt sind wir gemein zu mir. Ich bin Chef von den beiden und die ist immer wieder hier und kümmert sich um deren scheiß Liebeskram. Ich arbeite gar nicht für dich. Ich schwör's. Ist das denn, dass ich... Du bist damit auch nicht gemeint. Was passiert hier? Pinsel, sag ihr, dass du sie scheiße findest, dann hat das endlich ein Ende. Bring sie ihr Liebeschaos hier nicht ins PD. Ich auch. Sollen die Leute denken? Bring dein scheiß Liebeschaos-Ding auch nicht mal ins... Machen Sie diese scheiß Liebeschaos-Zentrale. Nein! Mach das mal ein scheiß Privatleben. Kurz mal gedrückt, man darf ja wohl mal kurz drücken. Was ist das? Den Arm nehmen. Leider. Gut zur Umarmung, ist da wohl. Das doch mit der Umarmung, was soll das? Wir haben die beiden Pinsel, weißt du, wer das war? Ich kann mit Liebe nicht umgehen, fahren kann sie das sein? Fahren Sie mir nicht an. Ich werde sie drücken. Ach, Mann, ey. Jujutsu-Rolle. Hat er gedodged. Ja, der ist wie ein Gürteltier, hat er sich zusammengezogen. Also, ich erzähle dir alles. Ich kann dir alles erzählen. Mann, Alter. Aber jetzt, aber nicht hier vor der Polizei. Ich das nicht mal. Mr. Hobbs, komm doch mal mit. Ja, klar. Hab ich da was? Melanie, kommst du einmal mit? Ja, kein ich komm mit. Sind Zeit, Pinsel, aber lass du kommst du mit? Rette mich. Wo willst du hin, Pinsel? Du musst Aussage machen. Wo willst du hin? Steig doch mal kurz ein, ich will dir was. Du musst eine Aussage machen, Sir. Ja, du musst eine Aussage machen. Polizeiliche Maßnahme. Du steigst jetzt nicht ein, Hobbs. Steig doch mal ein, kurz. Hobbs, Aussage machen jetzt drin.
Ich habe noch keine Aussage wegen der Geiselnahme. Ja, ich kann eine Aussage machen. Ja, dann ab rein. Okay. Hier? Nein, ja. Ins PD. Wo? Ins Auto, komm. Auf. Ins PD. Mr. von Richmond. Mr. Ich. Es reicht jetzt. Mr. Hobbs macht jetzt eine Aussage drin. Das ist eine polizeiliche Maßnahme. Ich als Vater von Melody. Sie wollen sich doch nicht mit ihrem Stiefvater verkrachen, oder? Nein, denn sie hassen mich sowieso schon. Das ist scheißegal. Darf ich mit ihr auf ein Date gehen? Komm, wir gehen die Leute unten in den Zellen verprügeln. Steigen sie euch erstmal ein. Wenn du Luke, das machst und... Das ist so gemein. Pinsy hat gesagt, wir sollen ihnen helfen. Ich weiß. Du kommst jetzt mit rein. Bist davon mit schon, sie müssen sich 10 Minuten gedulden. Dauert bei uns auch nur 10 Minuten. Ja, das dauert bei Ihnen. Glück, da müssen Sie selber lachen. Haben Sie, hat jemand dann mein Telefon gesehen? Abhandeln sehen. Ich bin dann so würde ich mich melden. Ja, dann müssen wir nicht gucken gehen, ob dein Telefon bei den anderen ist. Du musst es identifizieren. Fingerabdruck. Fingerabdruck. Ja, ich habe das auch schon gesehen, diesen nach vorne. Ich chaser dich, wenn du da einsteigst. Ich sag's dir. Hab's jetzt, steig ein. Unmittelbarer Zwang. Unmittelbarer Zwang. Ich mache gar nichts. Du gehst jetzt rein. Du fährst jetzt nicht weg. Dann gibt's ein Cockpit. Da kommt, der ruft der Frank an. Wollen Sie, dass ich meinen Job verliere? Ist mir egal. Das ist ihm egal. Das ist das Problem. Kann ich mich gleich bei ihm melden? Nein, komm. Muss nicht. Ruf den Anton. Ja, ruf den Anton. Bis ich beim Anton bin, wieder zurück, bist du über alle Berge. Ich möchte nur ein kleines Vater-Sohn-Gespräch hier führen. Du hast jetzt drei gar nicht verheiratet. Das läuft doch nicht weg, verdammt von Richmond. Ins Auto. Ja, Bienchen und Blümchen. Nein, ich steh wieder aus. Pinsel, nein, so war das nicht gemeint. Pinsel, du bist doch so dumm. Ich steh auf. Ich hasse dich. Scheiß Platz da unten. Ach man, ihr geht mir so auf den Sack. Bin ich hier auf. Dann muss ich Mund-zu-Mund-Beatmung machen. So, du wirst jetzt drinnen in unseren Behandlungsräumen behandelt von Emma. Ja, bring dich einmal rein. Warte, ich hol die Trage eben raus hier. Ich hab dir auch Mund-zu-Mund-Beatmung. So, perfekt. Hier ich auch, Melodie. Besser ist es. So. Luke, kannst du ihm helfen, mit auf die Trage zu finden? Perfekt, sehr schön. So. Sehr gut. Und dann einmal. Gut. Herr Richmond, er meldet sich gleich bei Ihnen, Herr von Richmond. Sollte er es nicht machen, bitte es bereuen. Daddy, warum? Wenn Sie hier so vom PD meinem Freund Pinsel drohen, dann werden Sie es bereuen von Richmond. Ich peise auch wollen Sie mir auf. Gerade? Das ist ein Versprechen. Das ist im Rahmen des Dienstlichen. Im Rahmen des Dienstlichen. Ja, moin. Ich melde mich mal an für den Spätdienst. Hinter Ihnen. Hey, was geht, wir sind mein ganz Freund, alleine, Glück. Ich weiß, wo Sie wohnen. Sag mal, haben wir noch funktioniert? Ja, das sind nur noch kaputte. Weiß doch, wo Sie wohnen. Wir haben keine Geheimnisse. Ja, aber Sie haben keine Freunde. Das ist gemein, man geht nicht auf doch, Freunde. Du hast mich. Ja. Daddy, sei nicht so gemein, du hast selber keine Freunde. Über das dritte Rad am Wagen. Verdammt, von Richmond, übertreiben Sie es nicht. Ich werde Sie verdammt nochmal rasieren. Das ist krank! Gestört ist dein Vater. Ich weiß, er braucht psychische Hilfe. Melody! Ich muss. Ich glaube, du musst gehen. Ja. Wunderbar. Wir gehen. Was bist du denn so? Ich dachte, du wolltest diesen. Ja, okay, aber der hat gesagt, jetzt sein Handy nicht. Da muss sich wohl jemand schon was Besseres einfallen lassen. Weil das ist nicht seine Art. Und das war ohne Rechtschreibfehler. So dumm bin ich dann doch nicht. Ich will mich selber nächstes Mal Rechtschreibfehler einbauen. Weil der schreibt immer so ganz komisch. Ja, wie denn? Ja, so beispielmäßig? Also. Ich kann das manchmal gar nicht richtig entziffern. Ich brauche Schuhe. Schuhe. Mein Motorrad sitzt in der Weiche. Ja, dann hol die doch mal.
Ja, mach ich jetzt. Alles scheiße. Du musst dich nicht immer beschweren. Das manchmal. Alles ist so abgefuckt. Vor so, zwei, drei Wochen war noch alles so unschuldig. Liegt vielleicht daran, dass du seitdem den Männern hier zwischendurch den Kopf verdrehst. Mach ich gar nicht. Oh Pinsel. Ja, okay, aber die wollen doch alle gar nichts von mir, weil ich doch so nervig bin. Und seitdem ich so Alpha bin, wollen alle was von mir. Seitdem du Alpha bist? Ja, ich bin voll Alpha. Ja. Was kurz. Hallo. Melody? Ja? Oh, wie geht's dir? Ja, gut. Und dir? Ja, geht so. Bist mit deiner grünen Haarfarbe in die Toxizitätslevel 4 gerutscht. Glückwunsch. Wieso? Weil Lila auf Platz 2 ist jetzt. Was war vorher auf 1? Rot, nach wie vor. Okay. Sag mir Bescheid, wenn's auf 10 ist. Okay, mach ich. Sehr gut, danke. Ja. Ja, oder wollte ich mit? Was machst du? Ich war einfach gerade durch die Gegend fahren, ich möchte nicht an einem Ort stehen bleiben. Ich überlege, ob ich schlafen gehe. Ist noch im Funk? Nee. Was ist da? Ich mach mal. Sie ist irgendwie Verfolgung. Habt ihr Verfolgung? Ja, dann. Weiß ich, Cadillac! Verfolg mich! Bist du schlafen? Ja, dann fahr doch mal schon. Okay, dann ist ja. Na. Aber sei nett. Nichts kann mich heute davon abhalten, früh schlafen zu gehen. Wo seid ihr? Ich sehe das jetzt nicht. Niemand wird mich aufhalten können, schlafen zu gehen. Ja, nur Scheiße bauen. Ich habe mich bei denen entschuldigt. Wenn sie ja immer noch weiter so einen Stock im Arsch haben, ja? Dann werde ich demnächst doch wirklich gegen die agieren. Ich werde heute früh schlafen gehen, damit ich morgen mal früh aufstehen kann. Schreib nur eine Nachricht. Ich schreibe nur eine richtig gute Nachricht. Du guckst doch die RPs durch die anderen weiter. Nein! Eine SMS schreibe ich noch. Die Mods müssen auch mal früh schlafen. Pinsel streamt auch, ja.
Diese Nachricht liegt immer noch hier. So, warte. Schreibe ich noch. Pinselchen. Ich habe mir heute sehr große Sorgen gemacht. Habe einen Mann verprügelt, nur aus überschüssigen Emotionen. Und heute zum ersten Mal wieder richtig geweint. Als ich diese Nachricht hier gelesen habe, wusste ich direkt, sie stammt nicht von dir, da du zu viele Rechtschreibfehler machst. Ich bin so erschöpft vom heutigen Tage, so erschöpft von all der Angst, die mich durch den Tag, durch den Abend leitete, dass ich mich jetzt schlafen lege. Ich habe heute viel mit Menschen gestritten, weil ich nicht weiß, was aktuell passiert. Ich hoffe, du hast einen entspannten Abend. Kümmere dich um Luke, der war sehr besorgt um dich. Hab Bauchschmerzen, die gehen nicht weg. Die ganze Zeit. Komisch. Nacht. Oh, ich schaff's wirklich mal früh aufzumachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Tagebuchschreiber morgen. Oh mein Gott, ich schaff's wirklich. Jo. Schnell raus, schnell.